Einen wunderschönen guten Tag, Devil 93. Du bist auch ein schöner Tag. Vielen Dank für 10 Monate und herzlich willkommen, Freunde, zum Wieso, was hast du? Der Chat hat irgendwie mich auf meinen Bart hingewiesen. Ja, dann hast du wohl nicht ganz richtig rasiert, ne? Ich weiß auch nicht, wie die darauf kommen. Ihr seid so geil, warum das erste, was man sieht, gar nicht alle sagen Hallo, Hallo, sondern direkt, ey, dein Bart. Warum hast du einen Toilettenring um den Hals? Meister, ich weiß nicht, wie viele beleuchtete Toilettenringe du kennst. aber, ja, es freut mich, dass wir alle hier sind, um gemeinsam zu streamen. Tim, hallo. Im Moment wärst du wahrscheinlich froh, wenn ich nicht da wäre, oder? Ich frage mich jeden Tag, warum ich dich überhaupt hierher eingeladen habe. Ja, zu spät. Schicki, danke aber auch nur für 2 Monate. Schön, dass du da bist. Und Brot auch mit 22 Monaten Prime. Ich fange die Nachricht schon an zu lesen und weiß, worauf die rausläuft. Wetten? Servus, du übertrieben, gut aussehender, intelligenter und unterhaltsamer Streamer. Ja. Die Nachricht geht noch weiter. Wer hätte es gedacht? Und hallo Hübi, ja, den Witz habe ich wirklich noch gar nicht gehört, seit Tim hier ist. Brot, vielleicht kannst du nächstes Mal einfach noch mit dem einen oder anderen innovativen Witz um die Ecke kommen. Ich hoffe, dem hat auch was zu essen bekommen. Ja, wir waren gestern beim Asiaten. Oh ja. Das war ja sehr lecker. Das war sehr lecker. Hallo Brot. Aber mach so weiter, ich lese den Gag eigentlich immer relativ gerne. Yo, Basti! Yo, Hübi, ich bin schon mega gehypt, dich auf der Gamescom zu sehen. Ich freue mich auch, dich auf der Gamescom zu sehen, Flo. Nee, Basti, danke schön. Alter, jetzt geht hier schon wieder übel viel ab, Mann. Warte mal, jetzt machen wir erstmal. Jetzt gib mir erstmal den Sub. Den lese ich gleich vor. Geburtstag und das Geld. Was überblieb, möchte ich dir überreichen, weil du ein toller Mensch bist und wegen dir durfte ich so viele Leute kennenlernen. Ich das Gamescom-Wochenende hübet lobe. Ey, Caro, ich hoffe, du hast gestern schön gefeiert. Ich hoffe, du hast nicht zu viel über den Durst getrunken, ne? Tim ist so jemand, der trinkt immer meistens gleich 2 Flaschen. So, man sagt, du willst ein Glas Wein? Er so, ja, ich nehme 2. So, wow, 2 Gläser Wein? Nee, 2 Flaschen. Ja. Das ist schon krass. Also ich hoffe, du bist nicht so, Caro. Nein, Spaß. Vielen, vielen Dank für die großzügige Donation. 10 Euro ist eine Menge Geld. Also das muss man einfach mal so festhalten. Vielen, vielen Dank dafür. Und freut mich, dass du dich einfach so wohlfühlst. Und Chaos, mein Dank dir auch noch für 100 Bits abseits vom Bart. Wie geht's euch beiden so? Sehr gut, würde ich sagen. Ja, uns geht's gut. Doch, sehr gut. Bombenzeit bisher. Und wir haben ja immer noch ein paar Tage. Ist ja nicht so, als ob schon bald vorbei wäre. Und jetzt aber noch... Flo, danke dir für 12 Monate Prime. Danke für ein Jahr tolle Unterhaltung. Deine Streams haben mir sehr geholfen, mich von den aktuell schlechten Dingen in meinem Leben abzulenken, ne? Um mich in schlechten Phasen aufzumuntern. Ich hoffe, dir auf der Gamescom persönlich für alles zu danken. Ey, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch, so viele wie möglich von euch zu treffen, ne? Vielen, vielen Dank. Und Brille auch nochmal am Start mit 18 Monaten. Wo Rayman? Wo Brille? Denn ich timeoutet. Nein, Spaß. Alles gut. Dankeschön für 1,5 Jahre Prime schon. Mega cool. Wusstest du, dass Prime kostenlos ist? Prime ist kostenlos, wenn man Amazon Prime hat. Genau, und dann kann man einmal pro Monat, muss halt manuell machen, deswegen muss man mal dran erinnert werden, seinen Lieblingsstreamer einen Prime-Sub dalassen. Ohne dass man was bezahlt? Genau, wenn man Prime schon hat, ist das quasi free. Das heißt, man sieht keine Werbung, man hat die Emotes und man ist im Team, ohne was dafür zu bezahlen. Richtig, richtig. Und du kannst ja einmal pro Monat einen Streamer deiner Wahl unterstützen. Ja. Okay. Das ist eine coole Sache, oder? Das ist ziemlich praktisch. Also, würde ich ja den Prime Sub gute Laune... Und da kommt Fetter und Jumbo Jet mit einem frischen Tier 1 Sub. Tier 1, nicht Prime. Der Dude, ist es bei dir auch so, dass du frische Tier 1 Subs sind so die coolsten Subs, die reinkommen können? Es ist so ein neuer Mensch, der sagt, ich lass jetzt finanziellen Support da. Ja, oder halt aber auch der Resub. Das ist eigentlich fast noch mehr Ehre, weil
Der sagt ja, halt wirklich, auch, ja. Okay, du warst jetzt einen Monat geil, hier bleibe ich und ich ja. supporte dich. Das ja. ist auch immer so geil, ein Resub. Es ist jede Form von Sub hat ihre eigene Besonderheit. So, ja. Das ist der Punkt. Außer so 4 Monate, das ist so voll irrelevant. So. Ja, also wenn man 4 Monate Sub, das ist halt so, ja. Ja, danke. Danke für dein Geld. Genau. Du hast mir schon 16 Euro gegeben und bist seit 4 Monaten treu am Start. Ja, halt's Maul. Aber beim 6 halbes Jahr, da rastet man wieder völlig aus. So. Ja, Goblin, danke schön für 21 Monate schon. Vielen, vielen Dank. Sperrst du Tim jetzt auch in den Keller oder ist er schon drin? Naja, es ist das, was ihr nicht wisst. Tim ist eigentlich gar nicht da. Er ist ein Hologramm aus dem Keller. Ihr seht, ich kann durch ihn durchgreifen, ne? Das ist, Tim, wie geht's dir da unten eigentlich? Ja, du hast ja versprochen, mal zu lüften. Ich ersticke hier fast unten in der Bude. Dafür habe ich schön kühl. Ja, das stimmt tatsächlich. August und Februar Geburtstag, Leute, sind die besten, ne? Ja, da kann ich nur zustimmen. Da kann ich nur zustimmen. Was bist du für ein Monat? Ich Geburtstag, März. Ja, du bist ein Märzler? Ja, schade, einen Monat zu spät. Ja. Dann bist du leider nicht cool. Ich bin nicht cool. Ich dachte, Kai Schauspieler, Tim. Ich glaube, Kai ist gerade trainieren. Ne? Der macht viel mehr Sport. Der macht viel mehr Sport als wir. Weißt du, wir haben darüber geredet, zum Fitness zu gehen. Er geht tatsächlich hin. Ne? Ja. Aber wir sind auch in der Gamescom-Vorbereitung. Das muss man jetzt auch einfach mal festhalten. Gamescom, ganz üble Zeit in der Vorproduktion. Das ist echt, da geht einem einfach nur die Düse für eine ganze Woche am Start sein mit vielen Streams und allem drum und dran. Was soll ich denn sagen? Ich bin 12 Tage weg. Das war richtig Stress. Glaube ich dir. Das ist echt nicht ohne, Freunde. Ja, ihr habt es dem Titel wahrscheinlich schon entnommen. Wir werden heute den Cuphead DLC spielen. Im Koop. Denn wir beide haben jetzt schon Cuphead komplett im Koop durchgespielt. Jetzt haben wir am Donnerstag Cuphead nochmal mit Twitch Controls komplett durchgespielt. Ja. Aber der DLC ist aktuell etwas, was wir noch nicht gemeinsam angefasst haben. Und das fehlt auf jeden Fall noch auf unserer Bucketlist. Ja. So, und das werden wir heute probieren. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich ein Cuphead. Ich werde gleich nochmal Pulli wechseln gehen. Also, gerade geht's noch von der Temperatur her. Yeah. Aber ich weiß, wenn ich Cuphead spiele, dann ist ganz schwierig. Das Witzige ist ja schon, du hast ja eben aufgenommen, ne? Und ja. Ich habe ja teilweise da vorne rumgelurkt und genervt, ne? Ja. Wenn man von da draußen allein in den Türrahmen kommt, dann merkt man so diese warme Luft von hier drin. Dieses Studio ist wie ein kleiner Heizraum. Ja. Du gehst in den Gang raus und da ist es schon kühler. Ja, ja. Ich habe das Fenster zwar offen, das heißt, unsere Nachbarn hören unsere emotionalen Schreie, aber es ist mittags. Und die haben Kinder und die schreien auch. Ja. Und die sollen sich da einfach mal nicht sagen. Dann dürfen wir wohl auch schreien. Wir sind auch Kinder. Dann dürfen wir wohl auch schreien. Ich verfolge dich schon länger und konnte mir jetzt endlich einen Sub kaufen. Alter, Jumbojet, das freut mich sehr. By the way, Fanta Jumbojet 69. Wirklich optimaler Name. Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank für den Support nochmal. So, ich gehe mir jetzt kurz einen anderen Pulli anziehen. Aber erstmal, Freunde, macht euch bereit für das schönste Geräusch der Welt. Das ist schon geil. Es ist schon erotisch. Dark Day, auch nochmal 3 Monate. Gute Nacht. Falls du viel gefeiert hast oder vielleicht Nachtschicht hattest oder so, wünsche ich dir süße Träume, Meister. Und vielen, vielen Dank für 3 Monate Prime noch. Vielleicht sind die Streams mit dir auch immer so langweilig, dass er immer einschläft, wenn er einschaltet. Geh deine Sachen wechseln. Oh Gott, ich krieg jetzt irgendwas von hinten. Nein, ich suche nur ein T-Shirt aus, um mir die Scheiße geben. Ach so. Cuphead, oh Mann, Cuphead Koop, Alter. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja ein bisschen Bammel, ne? Er ist da ja so voll zuversichtlich. Ich fand den DLC echt ganz schön schwer. Und jetzt zu zweit, vor allem mit dem. Also mit normalerweise hätte ich gesagt, im Koop ist ja kein Ding, aber... Jetzt ist er da gerade oberkörperfrei. Warte mal, kann ich die Kamera schwenken? Nee, das... Wobei, vergiss es, das will keiner, was er da gerade abzieht. Der eine oder andere hätte vielleicht sogar direkt instant... Der Putenhut ist da hinten. Das sehe ich ja jetzt. Der Putenhut da hinten drauf. Er hat mir ja gestern House of Cards gezeigt. Erste Folge fand ich gut. Übrigens, ich muss tatsächlich... Also, das kam jetzt total out of context. Ah,
hat er Putenhut und Kappe und übrigens... Ja, ich erzähle halt mal ein bisschen was. Ich stecke ja nicht immer nur in meiner Videospielwelt. Ich gucke ja tatsächlich auch Serien und Filme oder Anime. Da könnt ihr mit dem ja nie drüber reden, by the way. Ich habe eine Top 3 Anime-Liste gemacht. Ja, Top 3. Wenn man 3 gesehen hat, hat man eine Top 3. Ja. Ja, wahrscheinlich Heidi ist ja auch ein Anime. Dann hast du irgendwann mal eine Folge Dragon Ball gesehen und dann hast du 5 Folgen One Piece gesehen. Das sind deine Top 3 Anime. Wow, ich habe eine Top 3 Anime. Ganz stolz ist er drauf, ja. Er hat weder One Piece noch Dragon Ball gesehen. Ich gucke eher zu Musuki Yamatoko. Den feiere ich. Der geht voll ab. Feierst du ihn auch? Und ich habe Avatar geguckt. Das ist ein Anime, ja. Avatar ist der beste Anime, da ist der Chat sich auch immer einig. Chirurisho Akashi hast du aber nicht gesehen, ne? Mm-mm. Aber der ist doch so berühmt. Der wurde mir empfohlen, aber ich kam noch nicht dazu, ihn aber den zu würde gucken. Ich als Anime gucken, nicht den Manga lesen. Achso, okay. Ja. Das ist Chirohiro Akashi? Ja, genau. Okay, Bruder. Oh, Bruder, ganz schwierig. Habt ihr schon die Carpet Show gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich bin allgemein einfach kein Cartoon- und Zeichentrickgucker. Das hat jetzt gar nichts auch mit Anime zu tun, das ist auch allgemein, ich gucke. Auch sowas wie, keine Ahnung, Simpsons, Family Guy, diese ganzen Zeichentrick-Sitcoms sind nicht meins. Irgendwie, also Avatar und Korra sind eine ziemliche Ausnahme, was so Cartoons angucken angeht. Ich bin echt kein großer Zeichentrick-Fan, muss ich zugeben. Ich weiß auch nicht warum. Ich mag einfach real mag ich lieber. Okay. Geht das bei Porno auch? Was? Man wird doch mal fragen dürfen. Die naheliegendste Frage. Ich versuche keine Pornos mehr zu schauen seit einiger Zeit. Versuche? Ich bin ein, zweimal rückfällig geworden. Ich bin sehr standhaft seit einem ziemlich langen Zeitraum schon. Aber ja, auch da bevorzuge ich die Realverfilmung. Okay. Das kam out of nowhere, ja. Gut, ich hätte auch fragen können, ist das bei RPGs auch so, aber bei Pornos lag es irgendwie naheliegender. Richtig, klar, natürlich. Pornos ist immer naheliegender. Ja. Werde ich jetzt eigentlich wieder 10 Tage getimeoutet oder so? Darf man über Pornografie reden auf Twitch? Na gut, aber siehst doch mal so, also deiner Twitch-Bewerbung wird es eh keinen Schaden tun. Also, ja. Ob du jetzt nicht Partner wirst oder nicht Partner wirst, auch egal. Ja, richtig. Oh, da kommt man in den Stream rein, das ist das Thema und dann fühlst du dich hier auch einfach richtig wohl. Ja. Wir haben, by the way, auch einen sehr erotischen Emote, den kennst du, glaube ich, noch gar nicht. Warte. Ich glaube, ist das Sassy? Nein. Doch, hier. Das ist eine Amogus-Figur, die ein S wobbelt. Hast du nicht noch einen anderen neuen Emote? Den haben die noch nicht entdeckt, ne? Nee, stimmt, Freunde, wir haben noch einen neuen Emote. Aber den müssen die selber entdecken. Nee, ich habe mal am Anfang schon einmal reingeschrieben. Achso, also es gibt so 6-7 Leute, die kennen ihn schon. Alle, die den neuen Emote kennen, postet ihn doch einfach mal in den Chat. Ja, ist das schon. Oh Gott. Ja. Der kommt nicht von mir, warte. Der wurde mir auf Discord empfohlen von, Moment. Vom lieben hier, von Logo Dogo. Er hat gesagt, Moin Hübi, mein Judster, hab grad bei Better Twitch TV einen mega guten Emote gefunden, der perfekt für den Stream ist. Such mal nach Pipo Feed. Bin echt begeistert davon. Ist genau mein Fetisch. Richtig. Stand da gerade. Richtig. Und dann dachte ich mir so, okay, komm, für Logo Dogo mache ich das einfach. Ja. Ja, und jetzt habt ihr Pipo Feed. Jetzt haben wir schon Lick R und Lick L. Jetzt haben wir Pipo Feed. Also langsam habe ich das Gefühl, dass wir den gesamten Chat abschlabbern können. Ja, aber guck mal, so Carina, Asta, Izzy, das sind doch auch solche, die stehen doch auch auf Füße. Also die sind glücklich. Oh, da ist jemand an der Tür. Das könnte die Post sein. Er kriegt halt ständig Pakete. Hört mal auf, die Sachen wieder zurückzuschicken. Ständig kommen hier Pakete irgendwie an. Bitte was? Hä, was? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ihr müsst auch genau zuhören. Fragt ihn gleich mal alle, wenn er wieder da ist. Fragt ihn gleich mal, ob er den Bug in Mario 3D Land beheben konnte. Das hat er eben erst gedreht. Und wenn ihr das wisst, ist er verwirrt. Da gab es einen Bug bei Mario 3D Land. Ich bei bin Bowser. Seit 10 Minuten wach, na ja, halb tot der Zustand. Ach, das waren alles weibliche Mods, siehst du, das wusste ich ja gar nicht. Ich habe irgendwelche Namen genannt. Ich bin voll. Continuum-Hypothese, wir wollen mal nicht über deine komischen Fetische reden. Nur red dich mal bei den Füßen nicht raus, dafür stehst du auf ganz andere Sachen, du. Genau, bei Mario 3D Land, da hatte er bei Bowser so einen blöden Bug und da musste er recherchieren und hoffentlich konnte er den beheben. Was kann ich euch noch irgendwas verraten?
Ach ja, genau. Nennt ihn gleich mal Hallo Hübi, du Gourmet. Genau. Nennt ihn gleich mal alle. Oh, ja, das wird witzig. Hallo Hübi, du Gourmet. Okay. Gut, ich meine, das ist im Endeffekt für euch dann nicht witzig. Wir haben ihn halt gestern aufgezogen, weil er sich so einen Teller genommen hat, so mit Sushi und anderen Dingen. Und da meinten Kai und ich, aha, er ist also voll der Gourmet. Und dann haben wir so gesehen, okay, eigentlich nicht. Er hat halt eigentlich nur Sushi und Schrott drauf gehabt. Und dann war es halt so ein Running Gag, dass wir ihn den ganzen Abend den Gourmet genannt haben. Und irgendwann hat es ihn voll genervt, dass er halt immer der Gourmet war, obwohl er sich ganz normal Sachen geholt hat. Ich habe euch nichts zu sagen. Ja, das streite ich vielleicht nicht, aber Füße sind... Das Ding ist halt, ich habe ja früher meine Vlogs immer mal gedreht, ne? Und ich habe irgendwann richtig Ärger bekommen, wenn ich mal aus Versehen meine Füße gezeigt habe, weil die Leute so abgegangen sind auf Füße. So von, Füße! Also es war keine Rücksendung. Nee? Das ist mein, by the way, meine Postbotin ist die liebste Frau auf diesem Planeten. Ich finde die so geil. Ja? Das, ich unterhalte mich immer mit der, wenn die kommt. Nein, es ist was zu essen tatsächlich. Ja. Es ist, ich habe wieder... Du musst doch auch mal den Chat durchlesen. Was? Hallo Hübi, du Gourmet. Bruder! Dicker! Du bist so schlimm, aber ich habe eine neue Ladung. Proteinriegel, meine lieben Freunde. Hier sind 24 Stück drin und weil eine Packung nicht reicht, noch eine zweite Ladung Proteinriegel. Let's go! Die Dinger, die mit Blaubeere sind richtig lecker. Ne, das sind nochmal andere. Das sind also die auf dem Tisch, das sind ja. Cliff Bars und das sind Proteinriegel. Magst du einen? Nee, jetzt nicht, danke. Okay, alles klar. Geil, und das sind eigentlich dünnstes Riegel. Also wenn du zu viele von Proteinriegeln isst, dann sitzt du auf dem Topf. Okay. Aber sie sind geil. Gut, dass ich erst viel gegessen habe heute. Blaubeere für richtige Gourmets, ja. Wie kommt ihr überhaupt da drauf, ihn jetzt Gourmet zu nennen? Das ist ja ein witziger Zufall jetzt. Ich glaube, er merkt so langsam, dass ich euch hier Dinge verrate. Nee, ihr habt immer schon Angst, wegzugehen mittlerweile. So muss das sein. So muss das sein. United Front. Tim, du bist also, was, Gourmand? Warum bist du Gourmand und ich Gourmet? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Könntest du den Bug in 3D-Land beheben? Hast du den... Woher wissen die das denn schon? Krass. Hast du vielleicht aus Versehen vorhin gestreamt, statt aufzunehmen? Dann haben die das vielleicht ja schon gesehen. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Richtig, Wario. Interpreteten. So. Er ist so genervt gerade, wenn ich euch über Sachen fahre. Hast du Bock auf Cuphead? Wie geht's dir so? Gut drauf? Gute Laune? Heute wird ein schöner Stream hier. Chat, bitte holt mich hier raus. Bitte spendet mir so 3 Millionen, dass ich mich einfach auf irgendeine einsame Insel absetzen kann und diesen Typen einfach nie wieder treffen muss. Brauchst du vielleicht Hilfe von einem Therapeuten? Stimmt, das war der zweite. Das war das Emily Wort. Hatte sich gerade daran erinnert. Therapist und Interpreteten. Ja, ja. Ah, erzähl von Hübis Mutter mal. Was für Mutter mal? Das fragt mich auch gerade. Okay, alles klar, jetzt wird's skurril. Habe ich gut mitgespielt, ne? Ich sollte ja nicht drüber reden. By the way, hast du dich bei Inspirator bedankt? Nein. Der hat nämlich 1 Euro gespendet, du hast es nicht vorgelesen. Vor 4 Minuten, da war ich bei der draußen. Da steht ja auch nicht Hashtag für Tim. Petition, dass Jübi sich die Haare neon pink färbt. Von Tim. Safe. du verblödest sie einfach. Das färbt ich einfach. Verblöde die? Ja, Hast du dir mal so einen Reddit-Stream angeguckt, was da dann aber so abgeht? Wir gehen morgen ins Reddit. Der Stream heißt die Kuh senken. Freust du dich schon, dass wir morgen ins Reddit gehen zusammen? Nein, das ist so weird, aber ich bin ja dabei. Ich bin Uwe morgen, ich bin auch dabei. Jungs, verrate, danke dir auch noch für den Gifted. An Hüblooper. Ey, mega lieb. Okay. Ja, aber dann lass uns doch mal Stück für Stück den Tassenkopf vorbereiten, oder? Würde ich mal sagen. Lea, was geht? Schön, dass du da bist. Gut siehst du heute wieder aus. Deine Haare hast du heute anders, oder? So. Dann. By the way, Lea, wir sehen uns nächste Woche, ne? Ich sehe so viele von euch nächste Woche. Ich freue mich so krass drauf. Mods, mach doch mal eine Umfrage, wer von euch Hübi auf der Gamescom sehen wird. Das würde mich mal interessieren. Also wirklich. Ja. Nicht so von wegen, ja, ich hab vor, sondern wer von euch ist wirklich da auf der Gamescom? Der Stream am Donnerstag war richtig cool. Er hat schon Angst, dass er die ganze Gamescom blockiert hier.
Na, Lea findet auch, dass sie gut aussehen. Weißt du, das ist so, man sagt jemandem, du siehst gut aus, dann kommt zurück, Alter, ihr seht heute auch Bombe aus und schon fühlst du dich einfach besser. Ist das eigentlich was, was du machst? Also so manchmal, wenn du einfach random irgendwann auf der Straße siehst und du sagst, findest einfach, der hat ein echt cooles Oberteil an, sagst du sowas auch mal? Random auf der Straße nicht, oder so, aber zum Beispiel, oder? Ich war jetzt vor drei Tagen, am Donnerstag, bevor du kamst, war ich beim Friseur. Danach war ich beim Bäcker und da hatte die Bäckerverkäuferin so rote Haare. Da habe ich gesagt, danke so, die hat mir es gegeben und übrigens schicke Haare. Mhm. Das habe ich gesagt. Sowas ist voll cool eigentlich, ja, ne? Ja. Wer sieht Hübi auf der Gamescom? Ich nicht. Ja, das hat ja auch nichts damit zu tun, Domi, dass die Leute mich nicht sehen wollen, sondern dass sie einfach nicht auf die Gamescom gehen. Oder die Leute voten einfach nur ich nicht, weil sie mich trollen wollen. Ja. Rote Haare, also, Sassi. Also, ich möchte jetzt der Bäckerei-Fachverkäuferin nicht zu nahe treten, aber die war jetzt nicht unbedingt mein Geschmack. Aber sie hatte schöne Haare. Aber sie hatten eine schöne Haarfarbe, ja, das stimmt. Hallo, Koko-Mäuschen. Wie man gut aussieht auf Fotos, soll ich ihm jetzt dein Foto zeigen oder was? Nee. Doch, bitte. Ich kann dir meine Fotos zeigen, die ich mir. Ist das nicht ein Traum? Das bleibt aber unter uns, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hab sehen wollen. Das ist Buba, Freunde. Nur weil ich so gemacht habe. Das, ich habe gerade dick Buba gemacht, ja. Buba ist einer der besten Emotes. Jungs und Mädels, kommt zur Gamescom, sonst müssen wir wirklich während der Autogrammstunde tanzen. Ja, aber komm, ich sehe es auch schon so. Autogrammstunde, ne, Tag 2, einfach keiner mehr da. Wir stehen da zu dritt in der Signing Area, niemand los. Gamescom bereut mich eingeladen zu haben. Und wir machen einfach nur Party. Besaufen uns. Ich weiß echt nicht, was die Gamescom hat. Die geben dir so viele Autogrammzeit und es kommen einfach nur 40 Leute. Aber allein sich für 40 Leute in der Ruhe die Zeit nehmen zu können, ist es wert. Ja, das stimmt. Daher mache ich einfach immer die Augen zu und lauf blind rum, wenn Hübi in der Nähe ist, chatting. Danke, Caro. Danke. Gayboy69 fragt, ob wir schwul sind. Auf der Gamescom, wenn wir da sind. Nur wenn ich hier bin. Ja, das ist so Teilzeitschwul. Genau. Danke für den Euro. Und Inspirator, danke dir auch noch für den Euro. Trifft euch auf der Gamescom, wenn wir da sind. Meister, schau die Channel News. Es ist das Meme lebt wieder. Ich erzähle alles Wichtige in der Channel News. Tag später. Yo, was ist eigentlich mit dem und dem? Was ich alles schon beantwortet habe. Ja, klar. Das ist, oh. Dabei kann man doch wohl mal verlangen, dass wenn man etwas irgendwo im Internet sagt, dass das dann auch bitte jeder konsumiert hat und auch jeder weiß. Richtig. Es kommt einfach niemand zur Autogrammstunde, weil wir alle darauf geiern, dich danach irgendwo in der Halle zu treffen. Das wäre irgendwie schon wieder witzig. Ja, Lea, ich weiß, du hast aber auch, glaube ich, du hast mir auch mal geschrieben, dass du von meiner Unterkunft warten willst, um mich da zu treffen. Das fand ich dann schon ein bisschen creepy, muss ich ehrlicherweise zugeben. Außer du hast rote Haare. Ja, das stimmt. Du kannst ja eine Perücke aufziehen, Lea. Okay, jetzt wird's weird. Sorry, Hübi, dass ich nicht kommen kann. Es ist halt der Start des Gymnasiums. Ey, um Gottes Willen, bitte fangt nicht euch an, dafür rechtfertigen, warum ihr auf die Gamescom kommt oder nicht auf die Gamescom kommen könnt. Da ist Hübi jetzt auch nicht böse oder so, ne? Ja. Er ist halt nur sehr, sehr enttäuscht. Kann man sich bei dir alles unterschreiben lassen? Ich bin geneigt, ja zu sagen, weil ich einfach nur wissen will, ob Leute, was sich Leute trauen. Ja! Im Endeffekt, ihr zieht dann blank mitten auf der Gamescom, ne? Er geht nur mit dem Stift drüber. Also BHs und Brüste werden safe unterzeichnet. Das hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich stehe ja nebenbei, ich habe da ja auch was von. Achso, du stehst einfach neben mich und ja, zu meiner Autogrammstunde. Du bist Autogrammstunde und ich bin der Team, ich bin auch dabei. Du bist auch dabei. Ich nehme die Tätowiermaschine mit. Wenn du das tust, ich tätowiere dir meine Unterschrift. Aber ich unterschreibe vorher irgendwas, dass du mich nicht auf Körperverletzung oder Verunstaltung oder sowas verklagen kannst. Oh. Okay, also der Controller, der dürfte glaube ich schon connected sein. Wir müssen jetzt auch, was musste man bei dem Controller drücken, dass man Bluetooth connected? War das der Knopf? Ich weiß es nicht. Ich hab den immer über Kabel connected. Ach so. Naja, warte mal, wir schauen mal. Wenn ich jetzt das gebe, ich glaube. Oder nee, warte mal, ich glaube den und den musste man gedrückt halten. Wir schauen mal. Please. Jetzt passiert. Ja, jetzt blinkt der. Okay, überlegen sich die Leute, was weird ist für das Autogramm. Ja.
Also ich habe einen schwarzen und einen weißen Edding dabei. Also ich sollte theoretisch auf allem unterschreiben können. Doch, das müsste der, glaube ich, sein. Jawollo! Da haben wir es doch. Ja, wunderbar. Da ist auch schon connected. Okay, cool, krass. So. Und by the way, wir spielen heute Cuphead mit Community-Musik. Ja, weil ich habe eine Kanalpunktbelohnung, 100.000 Punkte, dass man eine halbe Stunde lang Mucke machen kann. Und ich habe einige Playlisten schon gekriegt und die lassen wir quasi nebenbei laufen. Oh nee. Das ist eigentlich ganz cool. Also, ja? Ich dachte auch, dass das so dann eine halbe Stunde, keine Ahnung, Fernsehtest-Sound oder sowas ist. Ja, deine Leute, die sind immer so mimisch. Ja, aber alle Playlists, die bisher kamen, waren tatsächlich weitestgehend gute Musik oder halt einfach so subjektiv. Okay. So. Dementsprechend, Jojo, Alter, was geht? Aber du musst dich ein bisschen gedulden. Es sind ein paar Anfragen vor dir da. So, und da wir ja auch, ich glaube, ja, schon 2 Stunden mindestens spielen werden, okay, können wir auch wirklich 4 Playlists auf jeden Fall machen lassen. Hören wir jetzt die ganze Zeit Anime-Musik bestimmt, ne? Ich weiß es nicht. Das kommt drauf an, was die Leute einreichen. Ich habe schon Highschool DxD gesehen. Ja. Tamai, bist du da? Bist du im Stream? Ich frage einfach mal, ist Killaminiert da? Tamai oder Killaminiert ist hier? Es ist halt Samstagmittag, ne? Da ist halt einfach nicht so viel los, das muss man an der Stelle auch sagen. Von wem habe ich noch? Michael Gary. Von dem habe ich auch eine Playlist. Michael. Ja, Michael ist da und Killaminiert ist auch da. Wunderbar. Okay, dann haben wir auf jeden Fall. Dann kommt erst Killaminiert, weil der hat vor dir eingereicht, Michael. Aber du kommst dann direkt dahinter. So, zack, Killaminiert, bam. Adresse ist links kopieren. So. Bam. Weißt du eigentlich, dass ich mit Quirin und Airmade reise? Dass du mit Quirin kommst, dachte ich mir, weil ihr seid für mich einfach mittlerweile so das Tag-Team, ohne Scheiß. Aber dass Airmade dabei ist, wusste ich nicht. Ey, voll cool, Mann. Wie groß ist eigentlich Airmade? So, ich sehe den immer in Videos und Streams, der wirkt richtig groß. Hat der 1,90? Oder wirkt der in den Videos nur so? Mach mich fit. Du machst dich fit? Ja, ich muss gleich topfit sein. Okay. Ja, ich bin auch fit. Gut. So, dann, so. Nightbot, Song Request. Da kommen aber okay, nur die Musik, keine Videos, ne? Ja, nur die Musik. Okay, weil Highschool DxD ist gefährlich. Auch die YouTube-Videos oder was? Ja, ja, ja. Okay, krass. So. Tag Team, ich war einmal bei ihm, ich habe mehr mit Airmade zu tun oder der ist 21 oder so. Du hast mit ihm Salamis geworfen. So, das sagt alles aus. Oh boy. Okay, das ist oh boy. Okay, Freunde, einige von euch müssen Start sein. Also ich find's geil, aber wir haben eine Hip-Hop-Playlist. Oh nein. Das ist. Da müsst ihr jetzt durch. Aber ich muss auch durch Anime-Musik durch. So, da müssen auch die Anime-Fans durch Hip-Hop durch. Also lieber Anime-Musik. So, dann warte mal, machen wir hier so zack. Aber es wird eh, wir müssen eh leise machen. Moment mal. Raid a minute. Moment. Raid a minute? Ja. Zack. Zack. Ja, Tunnelblick, Bruder, geht dein Weg wie ein Alpha. So sieht's aus. Nightboard, wo bist du? Da. Und du machst jetzt bitte müssen hier. Müssen wir halt die eigene Party im Kopf machen. Sing einfach die ganze Zeit so. Schala, hey, Chala. Schala, hey, Chala. Ach, du wieder. Das ist Dragon Ball, ne? Ja, oh, immerhin ja, erkannt. Ja, ja, ich bin Profi. Du hast schon längst gemerkt, es ist noch lange nicht vorbei. Du weißt doch nicht, was kommen wird, sei bereit. So, da machen wir hier mal so. Ich stelle mir mal hier den Lautstärkeregler hier rüber, dann habe ich das immer so ein bisschen im Modus. Warte mal, muss ich jetzt noch die Songanzeige anpassen? Ja. Finde deine 7 Dragon Balls und deine Wünsche werden wahr. Wird beim Prime-Abo das Abo automatisch verlängert und Geld abgebucht? Also Geld abgebucht wird beim Prime-Sub sowieso nicht, weil dafür ist das Prime-Sub, aber es aktualisiert sich nicht automatisch. Das musst du jeden Monat manuell machen. Kennst du das Geheimnis der Dragon Balls? Nee. Nee? Okay, nee. Gut. Ich weiß nur, da gibt's irgend so einen Drachen, der irgendwie Shenlong heißt? Fast. Shenlong, ja. Shenlong, ja, aber mehr weiß ich nicht mehr. Shenlong, der ist cool. Ich weiß nur, dass es jemanden gibt, der Shenlong heißt. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Ja, und Vegeta gibt's? Ja. Und Son Goku natürlich? Ja. Komm, pass auf. Challenge. Kriegst du 5 Dragon Ball Charaktere hin? L3 habe ich ja schon. Shenlong, okay. Son Goku, Vegeta. Komm, noch 2 Dragon Ball Charaktere.
Boah. Es gibt. Du brauchst nur noch zwei Dragon Ball Charaktere. Hast du für deine Bootwesen? Also ich kenne so ein paar vom Aussehen. Es gibt so einen, der ist so hautfarben, der sieht aus wie so ein wandelnder. Ne? Dann gibt's. Ne, ich glaube, ich krieg echt keinen einzigen mehr. Was ist dir? Okay. Ne, ich glaube, ich krieg. Ne. Denk doch mal ein bisschen nach. Ja, so. Irgendwas Beklopptes. Hat so ein Goku nicht zwei Versionen? Gelten die als zwei Charaktere? Nein! Aber du kennst du nicht den Lehrer von Son Goku? Ah, doch, dieser alte Mann. Ja? Ah, keine Ahnung, wie der heißt. Nicht? Nee, kein Schimmer. Hatten wir mit einem Tier zu tun? Okay, nee. Der Herr der? Blitze. Oh, du kennst nicht den Herrn der Schildkröten? Nee, kein Schimmer. Muten Roshi? Oh Mann, der Typ ist komplett verloren. Als wenn er gerade nicht mehr als drei Dragon Ball Charaktere hinkriegt. Ja, es gibt noch einen, so einen hautfarbenen, der hat so einen. Wie hautfarben? Die sind alle hautfarben, außer ja, Piccolo. Nee, der sieht so ein bisschen so alienmäßig aus. Der hat so ein Antenne hier. Du meinst Bu? Ich weiß nicht, ob der so heißt. Ja, er meint Bu. Oh Mann, er beschreibt mir Bu als der hautfarbene. Mit der Antenne. Mit der Antenne, ja, da kam ich dann drauf. Und dann gibt es noch einen, der so grün ist. Piccolo, mein Lieblingscharakter. Ist der das? Ja. Okay. Ja, also es gibt auch Nam und andere, ne? Aber ja, er meint wahrscheinlich Schimmer. Piccolo. Ja, nee, kein Plan. Okay, so, da. Es ist, ach, warum ist denn da noch dieses Requested by Blablabla drin? Das will ich doch gar nicht. When Settings Requested by, das ist natürlich ein bisschen sinnfrei. Ah nein, wir machen einfach. Oh, ich schreibe einfach immer dahinter. Playlist von. Mhm. Dann sieht man immer, wer es eingereicht hat. Von Killaminiert. Bam. So, sehr schön. Okay, so, dann weiß man nämlich immer, von wem das Ganze kommt. Danke, dass du an meinem Geburtstag streamst. Ada, happy birthday, CS! Ich nehm's zurück! Oh man, diese Sounds, ne? Ich liebe es. Also, Hübet der Hübi ist mein absoluter Lieblingssong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wer? Happy birthday, lieber CS. Happy birthday to. So, Geburtstag versaut. So, warte mal. Wir düsen mal rüber. Genau, das passt nämlich noch. So, dann machen wir jetzt nämlich die Ingame-Mucke aus. Schade, ne? Weil das ist. Ausgerechnet bei Cuphead die Ingame-Mucke aus. Das stimmt, ja. Aber. Warte mal, ich glaube, wir machen die Audio noch lauter. Ja. Jetzt klingt's gut. Der Bratan scheint immer. Ah, das ist halt genau meine Mucke, aber ich weiß halt, dass sie nicht massentauglich ist. So. Das ist, 69%. Ich glaube, das ist legit unser Spielstand vom Donnerstag. 69. Der auf exakt 69% ist. Ich glaube, das müsste er sein. War natürlich aus Versehen. Ja. Musik ist leise. Meistermusik soll. Sei doch froh! Und nein! Wir haben noch von Crowd Control schwarz-weiß aktiv. Oh nee! Warte mal. Vielleicht geht das ja weg. Warte mal, da muss ich kurz Crowd Control starten, ne? Los, Leute, schnell. Ihr könnt wieder Münzen ausgeben. Und dann, warte mal, was ist das denn jetzt? Warte mal, dann gehen wir jetzt hier auf Extension. Das ist ja jetzt ärgerlich. Da muss ich jetzt kurz einreichen, dass alle Filter weg sind. Wo war denn das? Random. Hier, Set Filter to None. Das müsste es, glaube ich, sein. So, Confirm. Ja, genau, jetzt ist wieder schön und ich glaube, jetzt können wir da ausmachen. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt nicht noch irgendwie weniger Schaden oder so aktiv ist. Ja, oder wir spielen jetzt die ganze Zeit mit wenig Schaden oder die ganze Zeit mit Powershot. Ja, aber Crowd Control ist jetzt off. Wir machen sogar Unlink Crowd Control, würde ich sagen, dann ist es ganz weg. Oder geht das nicht irgendwie? Kann ich es nicht unlinken? Overlay ja Settings? Off, ne? Nee. Show Overlay, Show Coin Purchases, Profile Icons. Wird schon nichts passieren. Ja, wird schon klappen. So jetzt. Okay. So, dann drück du meinen Knopf, ob du joinen kannst. Du kannst nicht joinen. Oh, dein Controller leuchtet auch rot. Aber, oder ist das, soll das so? Hä, seit wann kann denn ein PlayStation-Controller rot leuchten? Kann er. Das habe ich noch nie gesehen. Eigentlich macht er das aber, wenn man ihn lädt. Ah, jetzt ist nee, er da unten. Nee, dann leuchtet er gelb. Warte, schauen wir mal. Steuerung. Wie kann ich jetzt hier auf Spieler 2 gehen? Warte mal. Warte mal, jetzt hier auf Controller zu.
Oder wie kann ich denn die zwei Spieler starten? Wie geht denn das? Eigentlich muss ich erstmal joinen. Eigentlich brauche ich nur einen Knopf drücken. Ja, ne? Eigentlich nur Start drücken. Dann machen wir jetzt einfach mal so ausrüsten, Shift. Nee, jetzt. Der habe ich jetzt nur da. Hä? Hallo? Der kann in allen Farben leuchten. Auf Steam kann man die Farbe sogar selber einstellen. Ah, lol. Justin, hast du eigentlich die Voice-Nachricht, die ich dir geschickt habe, verstanden? Die war ein bisschen verrückt. Im Big Picture Modus. Wie komme ich denn aus dem Big Picture Modus raus? Mensch, hier. Noah, dankeschön für 13 und Hauke, by the way, auch noch mit 8. Vielen, vielen Dank dafür. Und Ace auch noch mit 9. Was ist denn jetzt los? Wie komme ich aus dem Big Picture Modus raus? Keine Ahnung, vielleicht können das nur Twitch-Partner. Chat, wie komme ich aus dem Big Picture Modus in Steam raus? Das war gut. Das ist aber stark, ne? F11? Ah ja, jetzt passiert. Okay. Das Cup hat nicht so klein, dass du es theoretisch löschen und neu installieren kannst. Der Ton wird über Tims Controller übertragen. True! Das ist vollkommen, du hast vollkommen recht, ja. So, ich glaube, jetzt dürfte es passen. Okay. Son Goku, Alter, ich werde mir die alle nicht merken, aber ich danke dir, Inspirato. So, Cuphead, wo bist du? Da. Und jetzt gehen wir hier einfach auf Verwalten. Nee, warte mal. Eigenschaften. Was ist, wo ist denn hier reparieren? Auf Fehler überprüfen. So, wir reparieren. Vielleicht haut er dann einfach die
vorhandenen Mod-Dateien raus, wenn ich einmal sozusagen Cuphead von Steam reparieren lasse. Aber wow, wie echt einige immer noch alte 4 schreiben, ne? Das ist glaube ich mit einer der ältesten Internet-Witze. Einer der ältesten und schlechtesten. Ja, ja. Wir haben einige technische Probleme, ja, das stimmt. Okay, Dateien wurden überprüft. Ja. Aber auch nur geprüft, nicht repariert. Ja, das stelle ich auch gerade fest. Hast du schon mal probiert, den Stecker vom PC zu ziehen? Ja, das ist dann auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit, die wir haben. So, nee, ist halt das Schöne also als Twitch-Streamer. Man ist halt nie alleine. Der Chat ist immer dabei mit hilfreichen Tipps. Richtig, so man immer, wenn du nicht weiter weißt, kommt einfach der Chat und hilft dir. Genau. Die sind ja auch alle immer schlauer, besser und klüger als wir. Richtig, richtig. Das ist einfach super angenehm. Ja. Genauso wie sie auch alles, wo wir strugglen, immer First Try schaffen. Richtig, richtig. Ja. Es ist einfach hilfreich. Und wenn wir uns mal nicht mit japanischer Mythologie auskennen, weiß es aber auch der Chat, da bin ich mir sicher. Und auch bei Animes sind sie mal direkt am Start. Ich glaube auch, dass jeder im Chat, jeder von euch hat auch jeden Anime gesehen und eine Meinung dazu. Und ihr hättet aber auch bestimmt mindestens 5 Dragon Ball Charaktere nennen können. So, ich hau jetzt hier einfach mal Crowd Control. Alles, wo ich weiß, dass es auf jeden Fall zu Crowd Control gehört, das hau ich jetzt einfach raus. Mods? Okay, Mods hau ich jetzt auch einfach mal raus. So, vielleicht läuft das Spiel jetzt normal. Wir gucken mal. Wir schauen mal, was passiert. Hier irgendein Breakdown. Okay. Aber wir haben jetzt wieder Ton. Wir haben wieder Ton, Freunde. Das ist schon mal eine gute Sache. So, dann lösen wir nochmal rüber. Zack. Ah ja. Okay, wir haben Ton. Und der ist sogar recht laut. Den müssen wir, glaube ich, gleich mal ein bisschen leiser machen. Dann lass doch, gönn doch. Nein! Wir sind immer noch schwarz und weiß. Dann nehmen wir einen anderen Spielstand. Das ist, glaube ich, auf dem Spielstand wahrscheinlich gespeichert, kann ich mir vorstellen. Ist auch egal. Lösch nicht deine Mods. Ey, ich würde immer meine Mods löschen. Stimmt, Dragon Ball ist auch noch Kamehameha. Das hätte ich auch noch hinbekommen. True. Das ist doch, wenn die so einen riesigen Energieball aufladen, oder? Nee, so ein Strahl. Genau. Mhm. So, jetzt passt. Okay, und dann spielen wir jetzt aber auf Start. Das haben sie vom Herrn der Schildkröten gelernt. Okay, können die das von Anfang an? Der Herr der Schildkröten ist ja der alte Meister, der kann das. Und dann bringt er denen das bei. Ah, okay. Und okay. Eigentlich müssten die da voll lange trainieren, jahrelang, aber die sind beide so gut. Dass sie es direkt in zwei Folgen können, genau. Oder? Son Goku und Krillin können das direkt. Krillin braucht ein bisschen länger, aber... So, okay. Ich glaube, in dem Spielstand habe ich tatsächlich auch noch nicht den DLC gespielt. Dementsprechend können wir, glaube ich... Nee, war das nicht hier? Hä? Irgendwas musste man machen. Musste irgendwas machen? Damit das Schiff da ist, aber ich weiß auch nicht. Was musste man tun, damit der DLC da ist? War das nicht in Welt 2 schon, der... Ich weiß es auch nicht. Nee. War das in Welt 2, nicht in Welt 3? Oder Mausoleum? Also ich meine, man musste nicht in die dritte Welt spielen. Aber man musste Chalice befreien. Ich habe dieses Mausoleum wahrscheinlich immer geskippt. Achso. Wo ist die? Erstes Mausoleum. Ist es auf Insel 1? Okay. Ich spiele das auch immer nicht. Ich hasse diesen Superbonus. Ja. Aber Ingame ist mir immer noch ein Tick zu laut, muss ich zugeben. Aber das ist... Warte mal, machen wir einfach. So. Okay. Und du magst, guck mal, Charaktere mit Glatze, du magst auch Avatar. Ja, das stimmt. Der hat ja sogar einen blauen Pfeil auf dem Kopf. Ja. Warum auch immer. Was halt, also um was geht's jetzt? Warum erzählst du mir, dass ich Charaktere mit Glatze mag? Das war im Chat kurz, aber ich lese ja den Chat. Ich ignoriere nicht. Ich versuche, unseren Stream zum Laufen zu bekommen. So, aber ich glaube, jetzt passt. Mauszeiger im Bild! Okay, jetzt nicht mehr. So, hier, ne? Den Kollegen. Okay. Dann schauen wir mal. So, du bist bei mir immer noch nicht gejoint, ne? Nee, das schaffst du wohl alleine, ne? Richtig. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl, okay, wirklich. Okay, cool. Weil es fühlt sich jetzt so entspannt an, Cuphead wieder zu spielen, ohne dass der Chat sagt, du machst keinen Schaden mehr, der Boss hat 35 Leben und du kriegst random Damage. Ja. Das oder wirst einfach mal getötet oder ins Tutorial zurück. Ja. Wobei sie uns ja aber auch eine Zeit lang geholfen haben. Es waren auch nette. Ich wollte gerade, tatsächlich, ich glaube, über einen längeren Zeitraum haben sie uns geholfen, als dass sie uns geschadet haben. Meinst du? Das würde ja bedeuten, dass dein Chat nett war. Ja, es ist. Das ja, kann ich, nein, sie haben uns länger behindert, ja, ziemlich sicher. Ja. Vor allem Justin.
Boah, diese Opas, ne? Ganz schlimm, ganz schlimm. So, und jetzt ist der DLC ready. Okay. Hallo, was geht? Wer simpt sie, Freunde? Die? Alle, die sie simpen, timeouten. Ich hab Tim immer geholfen. Ja, ich merk schon, Justin. So, meine Güte, nicht vergessen, das Superkünste von dem Einsatz aus dem Menü. Ja, ja, alles gut. Ja, wunderbare Superkunst. Okay. Ah, lol. Ach, der DLC-Dude ist auf jeder Insel. Das ist ja verrückt. Das wusste ich gar nicht. So, ab geht's. Ich stehe dazu. Okay, das ist immerhin gut. Kann wenn man schon sein. Fetisch hat. So, weg damit. Tschüss. Bist du schon dabei? Ja, ich wollte gerade sagen, da war doch schon ein Charakter. Ich glaube, das war... Jetzt komme ich bestimmt rein. So, jetzt wollen die, glaube ich, dass wir Chalice spielen, aber will also. Ich nicht. Aber funktioniert schon alles? Wo ist Smoke Bomb? Habe ich noch nicht gekauft. Ich kann nicht laufen. Du kannst nicht laufen? Okay. Dann gehen wir jetzt in die Steuerung für Spieler 2. Ah ja, hier Controller. Ja. Was muss ich denn jetzt eingeben? Das weiß ich nicht. Horizontale Bewegung. Warte mal, die machen wir auf Standard zurücksetzen. Ja. Hä, warum gibt ihr denn keine Steuerung? Oh, nö, kann ich ja schnell einstellen. Okay, ja, dann fangen wir an. Was ist horizontal? Bewegung das nach rechts mich aber und auch gerade. Bewegung nach, einfach ja. Move nach rechts. Aber müssen jetzt immer 5 Sekunden warten pro Button-Input. Okay. Nö. Links. Ah, geht's direkt? Ah, okay. Oben. Unten. Springen. Schießen. Das ist, glaube ich, Superschuss, ne? Mhm. Waffe wechseln. Stehen bleiben. Sprinten. So, und ansonsten passt, ne? Da müssen wir jetzt hier drüben noch. Kannst du nochmal EX-Schuss anmachen und sprinten? Ich will die nochmal tauschen. Ja, EX-Schuss ersetzen. Ja. Ja. Und dann nochmal. Und Waffe wechseln. Okay. Jetzt kann ich nicht sprinten. Wieso ist sprinten jetzt weg? Keine Ahnung, was du machst. Ja, ich hab doch nur die Knöpfe gedrückt. Warte mal, was machen wir nochmal? Stehen, ne? Stehen bleiben, hast du? Sprint, ne? Exes 3 wird bereits verwendet. Jetzt ist Exes. Welcher ist denn jetzt der freie Knopf? Jetzt. Okay, passt. Passt? Ja. Okay, Tim ist ready, Freunde. Tim sei aber nachsichtig mit Hübi und erwarte nicht zu viel. Wahrscheinlich, ich könnte mir gut vorstellen, wenn er so heiß ist, dass er hier heute voll rasiert. So, was ist das? Rezept für Fräulein Kelch? Ach so, das ist das Tutorial. Ja, nee, komm, Feierabend, brauchen wir nicht. Ach, Quatsch. Also ich will die eigentlich gar nicht spielen, aber ich weiß nicht, wie ich den Keks ablege. Aber jetzt kann sich Hübi zurücklehnen und Tim rockt das allein. So, weg damit. Das ist... Wer spielt schon mit Chalice? Aber wir können noch Waffen kaufen gehen, oder? Das ist... Du bist noch nicht ganz zufrieden mit deiner Steuerung. Das ist weird. Okay, aber wo können wir einkaufen? Können wir bei dem Dude einkaufen? In der Backstube? Nee, oder wo ist denn der Shop? Nee, den Shop gibt's extra. Ah, okay. Ich hab von das ist ja der liebe Nette hier. Ja, der voll der liebe nette Bäcker. So, wo? Ah, da vorne ist der Shop, I see. Aber wir haben keine Münzen. Okay. Ja, dann zocken wir jetzt erstmal. Ah, kriegt man nicht von dem Münzen, wenn man diese Parier-Games schafft? Ich hoffe. Ja, von dem kriegt man das Cash. Wir können doch nicht ohne Smoke Bomb spielen. Ja. Der korrekte Bäcker, richtig. Der Giga-Chat. Wäre es nicht klüger, auf dem Spielstand zu spielen, wo ihr schon alle Waffen habt? Nein, wir sind ja Gigas. So, das ist ja gar kein Problem für uns. So, let's go. Okay. Da geht's ja mit Chalice den Trick, dass du da hoch kannst, ne? Kennst du den? Nee. Chalice hat ja einen Doppelsprung. Und dann kannst du da hoch und du kannst dich auch oben parieren, wenn du hochkommst. Hey, das ist cool. Ja, und dann kannst du einmal durch alle durchparieren, dann war's das. Okay, aber die Games in dem Koop wahrscheinlich sogar einfacher, oder? Na, bei dem oder geht sind's mehr? Die anderen wahrscheinlich, aber... Ja. Na gut. Ah nee, wir müssen die zweimal parieren. Die haben doppelt so viele Leben. Echt? Ja, wir müssen die zweimal parieren. Das ist ja... Das ist ja mal übel schwer. Okay, warte mal. Du bleibst auf der rechten Seite und ich bleibe auf der linken. Weil ich glaube, so stehen wir uns nicht im Weg. Wie die echt zwei Leben haben. Ja. Ja, wow, okay, jetzt konnte ich irgendwie wegen dem... Wenn du parierst, laggt's bei mir und dann kann ich nicht parieren. Das ist ja mal übel asozial. Ja, das... Das ist so schwer im... Ey, Koop macht Dinge so schwer. Ja, mach einfach, zieh einfach alleine durch.
zieh einfach alleine durch. Ey, ohne, das ist übel unfair, dass die zweimal pariert werden müssen. Like, what the fuck? Müssen die das nicht normal sowieso? Nee, normal ist nur einmal. Aber ich glaube, wenn einer stirbt, muss man nur noch einmal parieren. Oder, ach, ich weiß es auch nicht. Wir schaffen das. Oh, Brot hat einen Bann ausgesprochen. Was ist passiert, Brot? Wird seine Gründe haben. Ja, mit Sicherheit. Also hier wird eigentlich wenig gebannt. Also wenn gebannt wird, dann ist eigentlich immer wirklich irgendwas los. Deswegen frage ich ja. Ja. Scheiße, jetzt habe ich über den Bann nachgedacht. Oh ja, dieser Lag ist echt schwierig. Ja, wenn einer pariert, dann laggt es immer kurz. Hä, ich kann nicht dashen. Kann man nicht dashen in dem Spiel? Doch, normal. In dem Modus? Doch. Da kann man. Aber ich habe gerade gedasht. Echt? Dash mal? Aber wir haben halt keine Smokebomb, ne? Ich kann nicht dashen. Mein Dash ist einfach weg. Okay, irgendwas ist mit meinem Dash. Warum ist denn mein Dash jetzt da oben? Okay, alles klar. Mein Dash? Mein Dash ist auf einem ganz weirden Knopf. Alter, das ist so schwer. Es wird heute was hier. Ich glaube, ich konnte nicht springen. Nein, ja, zieh allein durch. Nein, ich hol dich. Nein, da ist es. Nein, das ist. Digga! Das ist schwieriger, wenn du mich zurückholst. Du hast es uns jetzt schwieriger gemacht. Ach, Mimimi. Danke, Tim. Ich will das halt mit dir schaffen. Wir schaffen es ja trotzdem zusammen. Und vor allem weiß man nicht mal, in welche Richtung die loslaufen, weil man nicht weiß, welchen von uns beiden die interessieren. Ja. Das ist so schwer, Mann. Digga, keine Chance. Das ist übel dumm im Koop. Ohne Scheiß. Ich töte mich einfach. Ich töte mich einfach und du ziehst es alleine. Ah, ja. Kaiger, oder du kannst dich auch töten, wenn du willst. Wir machen das zu zweit. Warum denn zu zweit? Das ist normal, wie das unnötig. Weil wir. Das ist so dumm, vor allem mit dem Lag. Das ist einfach schlecht im Koop. Also, sorry, das ist wirklich schlecht. Ja, also, Hübi startet Cuphead Koop. Wieso denn zu zweit? Oh, ich bin gestorben. Oh ja, Mensch. Oh, ich schaff's gerade nicht, dich wiederzubeleben. Schade. Oh, Alter, spring auf mich rauf. Okay. Ich gelte den Bann, to be honest, nicht. Warum war der eingeschränkt? Dann ist klar, dass der nach... Ich hab doch keine Ahnung, Guys. Ihr schafft das. Der Typ, wegen dem ich dir auch per PN geschrieben habe, wir haben ihn eingeschränkt. Das hat er schon ewig rumgejammert und genug ist genug. Ich hab keine Ahnung. Ich vertraue dir einfach, Brot, okay? Ich konnte nicht dashen. Du schaffst das. So. Ja, wahrscheinlich ging dein Dash nicht, ne? Ging nicht! Ja, richtig. Sag mal, wenn ich hier stehe, dann können die mir gar nicht in die Fresse springen. Oh, dieser Lag ist echt schlimm beim Parieren. Ja. Wenn ich hier stehe, können die mich gar nicht wirklich angreifen. Geh beiseite, der Boss kommt. Das ist übel smart. Ich bin einfach ein richtig smarter Typ. 200 IQ, ja. Aber Five-Head-Moves seid ihr ja von Hübi gewohnt. Auch wie der Typ verzögert hat, ne? Ja. Moment, ich lese sofort die Donation vor. Oh, verdammt, okay. Easy schaffst du das. Ja. Die springen mal auf einen rauf. Ja. Vielen Dank, der Menschen für 50. Hallo Tim, wer ist der andere Typ neben dir? Ah, unwichtig. Ein Übi. Kann sich noch nicht mal ein Haar leisten vorne. Ey, die springen ja teilweise in einen rein. Ich probiere jetzt deinen Trick. Ja. Das wäre so, wir stehen jetzt einfach am Rand und parieren, was wir können. Man muss viel früher, man muss viel früher springen, als man denkt. Sehr gut. Aua. Ja, der ist raus. Als bei Real Talk hast du auch Input-Lag? Nein. Also bei mir läuft alles einwandfrei. Das ist voll dreckig, die Taktik, ne? Ja, aber sorry. Also Koop in diesem Modus ist dreckig. So, der ist raus. So, mein Gott, wenn man halt Koop spielt, so, dann musst du halt auch die Koop-Strats nutzen. Ja. Aber die können halt hier nicht in einen reinspringen. Das ist das Gute. Ja, und das ist das, woran man meistens stirbt. Ja. Okay, ich bin raus. Du schaffst das. Nee, der ist in mich reingesprungen. Ah,
Alter! Nee, komm, lass es kurz Singleplayer machen, oder? Einfach nur nein, ach, wir schaffen das ja wohl hier. Okay. Ich hab Input-Lag beim Dashen. Dash einfach nicht. Dash nicht. Ich dash auch nicht. Mann! Beruhig dich, der Boss kommt. Okay. Du weißt halt nicht, in welche Richtung. Chor ist so schwer. Ja, weil die landen halt und du hast keine Ahnung, in welche Richtung sie laufen. Ja, normalerweise laufen sie immer in deine Richtung. Mann, jetzt winkt den Black, Alter! Junge, Korb ist. Korb in diesem Modus ist so ein Trash. Jawollo, Alter, stabil. Wie viel Cash kriegen wir da jetzt? Kann man Tims Hut für Suppe nutzen? Ja, das ist possible. Das ist sehr, sehr, sehr nach. Sehr nahrungs. Nahhalt? Nee, nahreich. Nee. Näher, ja, nährreich. Nahrhaft. Nahrhaft genau. Ist das Wort, was ich gesagt habe. Aber nur hab. Zu empfehlen für wahre Gourmets. Aber ich muss kurz schmeißen. Spieler 2 entfernen, instinktiv. Nee, ich muss kurz. Hier, und zwar. Sprinten ist der Dash, ne? Ja. So, was muss ich denn machen, damit. Hier, so, zack. Stehen bleiben ist. Das. Waffe wechseln machen wir. Hier. Eckschuss ist die Spezialfähigkeit. Das machen wir hier. Schießen passt, springen passt. Okay, nee, ich glaube, jetzt dürfte alles passen. Okay. Okay, cool. So, ey, wir haben 2 Münzen. Wo ist denn der jetzt nochmal? Wir müssen ja nochmal die nächste machen, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt noch einmal. Hier ist erstmal ein Shop. Wir haben, ja, wir haben nur 2 Münzen, damit kommen wir nicht weit. Aber können wir nicht nochmal Parier-Game machen? Nee, die Leiter taucht jetzt woanders auf, dachte ich, oder? Ist es nicht so? Ich kann nicht auf der Oberwelt laufen. Warum? Vielleicht ist das diese horizontale Bewegung, die man hätte einstellen müssen. Ah, okay. Warum bist du eigentlich auf Steuerkreuz und nicht auf Joystick? Ich spiele immer mit Steuerkreuz. Ey, krass. Ja. Okay. Moment. Chat. Keine Ahnung. Horizontale Bewegung. Er muss erst Stick drücken, geht auch. So, ja. Probieren wir mal. Und jetzt vertikale Bewegung. Stick drücken einmal. Jetzt noch, genau. Schauen wir mal. Probieren wir mal. Sonst ist dann jetzt nicht das Wildeste, dass ich laufen kann. Ne? Ja. Ich kann laufen, aber falsch rum. Egal. Das ist invertiert. Ja, komm, wir spielen den Golem. Wir kriegen das, Tim. Tim ist so einer. Ja, Tim ist so einer. Weil ich glaube, wir kommen sonst nicht an weiteres Cash. Was? Ich laufe total falsch. Wieso bist du offen? Aber bist du doch der Alki. Ihr müsst Bosse besiegen, bevor der wiederkommt. Okay. So, also wir haben halt richtig. Ich habe, glaube ich, irgendwelche Waffen habe ich. Ich habe den. Oh, ich habe Waffen. Beste Leben. Oh, da habe ich bei mir nie verstanden, wie wird man da getroffen? Die Vögel? Ja. Da fliegt ein riesiger Vogelschwarm durch dich durch. Ja, aber nur einer trifft dich. Von den 8000. Und ja, ich, weil du danach in Vulnerability. In was? In Vulnerability. Oh boy. Bär, ich bin tot. Nee. Sehr gut. Warte, ich habe Spezialfähigkeit. Ratatata. Oh, ich treffe ihn nicht. Beste. Achso, weil wir. Oh, die Phase ist so schwer. Ja. Boah, ey, es ist so. Ohne Scheiß, es ist mir zu viel los. Ja, es ist vor allem im Koop, Alter. Du weißt nicht, wo du hingucken sollst. Oh mein Gott. Aber das ist das, was du vorhin meintest. Ja. Der DLC ist einfach sehr überfüllt und du hast teilweise. Es mir passiert zu viel auf dem Bildschirm, dass ich mich auf das Gameplay konzentrieren kann. Mann! Vor allem im Koop, ey. Das wird, ich hab dir gesagt, der DLC, das wird brutal schwer im Koop. Ja. Du hast gesagt, das wird easy. Du hast gesagt, halbe Stunde. Entscheidend, Alter. Wie er immer lügt. Oh, Bär kommt. Der Boss kommt oder Bär kommt? Bär kommt. Warte mal, hab ich mal. Ja, mein Dash hab ich wieder. Okay, so. Ja, aber die erste Phase kriegen wir immer hin. Und wir haben jetzt beide noch ein Leben. Wir kriegen die hin und sind fast tot. Wow. Grandios. Klopfen wir uns auf die Schulter. So, sehr gut. Oh, Scheiße. Hä, was hat mich getroffen? Der Zwerg. Oh lol, den sehe ich nicht. Ich habe den nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn optisch nicht wahrgenommen. Ich glaube, noch loopt die Playlist nicht. Nein. Sehr gut. Ich hasse die zweite Phase von dem Boss. Ja, da habe ich auch im Singleplayer am längsten gehabt. Ich auch. Die ist so schwer. Der Bär kommt. Ey, was hat mich jetzt schon wieder getroffen? Ich sehe es nicht. Ich seh's nicht. Ja, weil die Wichser da unten Sachen schießen. Wo kam der denn jetzt her, der scheiß Zwerg? Ich war doch noch nicht mal unten, Mann.
Mashallah, mach nochmal. So. Diese Phase ist ja an sich schon scheiße mit den Teilen da oben, aber dass dann von unten auch random diese Zwerge rauskommen, ist der Killer, ey. Warte, ich hab gleich Spezialfähigkeit. Okay. Okay, du bist raus. Ich hab's versucht. Da hätte ich dashen müssen, scheiße. Ey, aber guck Kannst mal. Du ja nicht. Wir haben sie fast geschafft. Ja. Wir haben sie fast geschafft. Ja. Ey, das ist voll in Ordnung. Sollen wir den Streamtitel anpassen? Hübi und Tim ballern den DLC easy in 30 Minuten durch. Pro ja, Boss. Ja, Mikoga, bitte. Wenn du Eier hast, machst du. Pro Boss. Okay, einfach konzentrieren, nicht jammern. Wir sind ja nicht die Jammerboys, ne? Wir sind Hübi und Tim, wir sind die Macher von Twitch hier. Okay. Wir sind die Macher von Twitch. So ja. Hast du uns gerade. Oh, jetzt kommen die Gänse. Da muss ich einfach ducken, oder? Ja, ja. Außer du stehst auf einem, der nach oben fährt. Okay. Da kommt jetzt. Ja, okay. Du hast noch 2 Leben. Und ich habe gleich meine Spezialfähigkeit. Ich muss nur leben, bis ich meine Spezialfähigkeit habe. Dann habe ich meinen Teil getan. Zwerg. Let's go! Okay. Good job, good job, good job, good job. Ja, ja, komm schon. Die müssen noch leiden, oder? Wie lang noch? Wie lang noch? Der muss doch... Ja! Ich weiß nicht, wie ich meinen Superschuss auslöse. Vielleicht habe ich den gar nicht equipped, scheiße. Nee, du hast den gar nicht equipped, glaube ich. So. Okay. Was kam jetzt nochmal? Ja, jetzt sind wir in seinem Ding. Und dann ach ja, jetzt müssen wir die Dinger wegparieren, damit wir wieder stehen können, ne? Ich hatte Verzögerung durch den... Durch den Dash, ja. Dadurch konnte ich nicht springen. Nein! Aber ich treffe ihn nicht in der Phase. Ich treffe ihn nicht. Ah. Das mit diesem Lag beim Parieren ist echt ein Problem, ey. Rate, was geht, schön, dass du da bist. Ey, aber komm, wir waren schon in der letzten Phase. Ja, wir schaffen das. By the way, Flus, danke dir für 4 Monate Prime. Geiler Typ. Oder Dame. Mensch, geiler Mensch. Wesen. Ich will ja nicht, als was du dich identifizierst. Mann! Kampf geht los, ich bin tot. Aber Tim saved mich, weil Tim ist Giga. Wusstest du, dass es Menschen gibt, die... sich als Flugzeug identifizieren, was? Naja, die Beziehung eingehen mit Gegenständen und Flugzeugen. Die sind attraktiv, hingezogen zu Gegenständen. Und die haben richtig eine Beziehung zu Gegenständen. Du, das ist... Jeder kommt mit einer anderen Verdrahtung im Hirn auf die Welt, so. Ja gut, du hast... Wir wurden auf Tim und Tübi verdrahtet, so. Ja. Das ist das größte Problem in dieser Phase, dass hinten zwischen, hinter der Crowd irgendwelche Zwerge spawnen, die man nicht sehen kann. So, ich wollte jetzt eigentlich nur in den Menübildschirm gehen, damit du deine Spezialfähigkeit ausrüsten kannst. So, Moment. Tim ist schuld. Ja, Hashtag Tim ist schuld. Oh, dass da unten Zwerge spawnen, die man nicht jetzt sieht, ne? Jetzt loopt die Playlist tatsächlich. Jetzt loopt sie. Das Lied hatten wir vorhin schon. Ey, Killerminiert. Ich fand die Playlist sehr nice. Ist natürlich eine absolute Geschmacksplaylist, die bei sehr vielen auf Abneigung stößt. Aber ich fand's sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommt die Playlist von Michael Gary als nächstes. Meister, du bist da, ne? So, zack. Clear Playlist. Und dann importen wir sie. Zack. Invalid. Invalid. Warum bist du invalid? Playlist? Hä, warum bist du warum bist du invalide? Ist da vielleicht ein Leerzeichen am Ende? Nee. Aber wir gucken mal. Jeremy Hell. 0. Der Playlist-Link, den du mir geschickt hast, funktioniert nicht, Michael. Ich klicke da nochmal drauf. Nee, die Playlist, die du mir geschickt hast, ist kaputt. Die existiert nicht, Meister. Next. Okay, Jamram. Jamram, bist du da? Hast du mir eine Playlist geschickt? Alter, ich mache hier mein Ding kaputt. Jamram. Ich finde das so also geil, wie cool du ihn aussprichst. Immer wenn er bei mir ist, ich nenne ihn einfach Jamrum. Ja, so will er auch ausgesprochen werden. Ach so. Jamrum. Ja, Jamram 06, ne? Ja. Jamram 06. Bam. So. 07. Da finde ich ihn nicht. So. Er hat mir keine Nachricht geschrieben. Er sagt, er schickt schnell. Okay. Ich warte, Bruder. Ich warte auf die Playlist. Und Michael hat irgendwie noch einen anderen Link geschickt, sagt Michael da. Ja. Da, guck mal. Wo? Ich hab. Ist das jetzt Nee, das ist immer noch der kaputte Link. Das ist, warte mal, hier ist aber noch mal ein anderer. Warte mal, funktioniert der? Ah! Okay, Jeremy, du musst leider warten, ne?
Michael hat mir zwei Links geschickt und irgendwie einer war kaputt und der scheint jetzt zu funktionieren. Jawollo! Okay, sie wird importiert. Na dann, wir machen weiter. Zack, wir gehen in die Settings. Mhm. Wir sagen Playlist von Michael Gary. Und dann würde ich sagen, Feuer frei! Schauen wir mal, was Michael und so musikalisch präsentiert. So, du kannst joinen. Sehr schön. Und dann rüst jetzt mal deinen Superstrahl aus. Viel wichtiger ist, dass wir einen Ach Lea, alles gut. Ich mach DJ einfach teurer. Das ist wie immer. Was hast du jetzt gemacht? Du kannst den shoppen, du bist stuck. Wir haben echt keine Kohle, na gut. Nee, was machst du hier drin? Ich wollte eigentlich gar nicht da rein, aber meine Knöpfe klappen irgendwie nicht. So, warte, dann schauen wir nochmal die Steuerung, ob hier alles passt. Na, eigentlich ist alles zugewiesen. Weird. Okay, aber dann rüst mal dein Achso. Na, jetzt geht's. Super. Ja. Hä? Welchen Knopf muss ich denn drücken zum... Okay. What the fuck? Es ist so komisch. Oh nee, bloß nicht. Niemand mag die. Nee, das stimmt. Okay, wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das jetzt. Let's go, komm mit der Mucke, oder? Das ist so Upbeat, Cuphead-Mucke. Was kommt jetzt? Gänse, Vögel. Ducken. Oh, natürlich steht ja, genau deine. Auf dem, der jetzt hochfährt. Steht doch mal nicht auf dem, der nach oben fährt. Ach so geht das? Ja. Ah, Mann. Muss man natürlich wissen. Aus welcher Mythologie kommt das? Okay, Spaß. Mann! Ey, wie viele, siehst du, wie viele Dinge ja, da unten ja, geschossen ja. haben? Ja, das ist... Es passiert so viel in diesem DLC, das ist insane. Aber kein Problem. Oh, du hast fast Superschuss aufgeladen. Du hast was pariert? Ja. Okay, geil. Ich glaube einen. So, aufpassen. Zack. Ja, zack, wieder hier hin. Sehr schön. Das ist alles verzögert. Wir müssen mal gucken, was mit deinem Controller los ist. Nein! Und ich bin gesprungen und ich war zu weit oben. Zieh durch, Digga. Sehr gut. Puh. Komm schon, Tim. Ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Wenn du nach einer Spinne schlägst und sie nicht wiederfindest, oh, Splatty, ganz böse Momente. Ganz böse Momente. Wir brauchen eine andere Waffe für die Phase. Für die Phase, ne? Ja, aber wir haben nur Verfolger. Haben wir nicht. Ja, ich glaube, wir müssen einen Run-and-Gun-Level auf uns nehmen. Ja, oder wir spielen einen anderen Boss. Oder wir spielen einen anderen Boss erst. Weil für die letzte Phase reichen unsere Waffen nicht. Aber ich hätte halt auch... Ja, okay. Ich hätte halt wirklich gerne Smoke Bomb, ne? Alter, wie Tim weint. Ich hätte gerne Smoke Bomb. Wir können durch nichts durchdashen. Ich kann Carpet nicht ohne Smoke Bomb spielen. Ich bin Tim. Habt ihr Salty Laune Tube schon mal gesehen? Wir spielen das jetzt hier ohne Smoke Bomb und ohne scheiß Dreckswaffen durch. Nach deiner Ansage jetzt hier. Weißt du, disst mich den ganzen Stream, kriegt einmal Konter. Laune am Arsch. Hashtag Tim ist schuld. Oh, lol. Du hast die Mucke in die Playlist? Michael, du bist ja der Hammer. Michael ist ein Cooler. Ja. Ist der bei dir auch, oder was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, welcher Michael. Michael Nummer 3, den kenne ich. Aber es ist halt auch nur Michael Nummer 3. Ja, Michael Nummer 3 ist auch hier im Chat. Ja, ja. Scheiße. Wie wir bei... Oh Mann, ich sterbe immer im Sprung. Grüße vom Festival. Grüß dich, Matrox. Schön, dass du da bist. So, sehr schön. Wie ich da getroffen wurde, oder was? Ich war doch noch im Super. Oh. Kann man nicht im Super wenigstens, solange man drin ist, unverwundbar sein? Was hast du als zweite Waffe? Nee, den Blobs. Ah, der geht okay. Gar nicht. Man trifft ihn halt nicht, ne? Ja. Du musst... Ja, irgendwie so. Oh, ja. Ich habe auch nach oben geguckt. Nee, ich wollte eigentlich rüber auf den anderen, aber... Ihr könnt vom Zeitungsjungen 3 Münzen bekommen. Ah, okay. Ganz am Anfang. Ja. Mann, Alter, diese... Nee, aber wir machen das jetzt ohne hier. Die letzte Phase ist aber wirklich beschiss mit unseren Waffen. Ja, das machen wir jetzt durch. Nur, weil du Salty-Laune-Typ bist. Der einzige Grund, warum wir jetzt hier so strugglen, ist, weil du Salty-Laune... Du hast mich doch herausgefordert. Ja, mein Gott, lass mich dich aber ein bisschen foppen.
Ja, aber dann kann ich doch wenigstens mucksch reagieren, oder nicht? So aus Spaß. Aus Spaß? Wäre ja nicht wirklich mucksch. Na, richtig, richtig. Eigentlich schon. So wie du damals bei Wii Party U auch wirklich pisst warst kurz. Nein, das war natürlich auch nur Show. Na? Man hätte nicht unbedingt in dem Moment einen Gefallen einfordern sollen bei dir. Sehr geil. Du hast die Superfähigkeit für die letzte Phase. Aber ob ich ihn damit treffe? Wenn du hochspringst, schon. Das ist ja so ein breiter Strahl, damit triffst du auf jeden Fall. Ey, Logodogo! Meister! Logodogo, gib mal Pipo Feed ein! Moin, was geht? Scheiße. Verdammt, ich hab jetzt eine komische Verzögerung. Mann, wie kriegen wir für dich einen funktionierenden Controller hin? Ich mach das jetzt einfach hier. Es tut mir so leid, dass dein Controller nicht geht, aber ich meine, der PlayStation-Controller ist per Kabel dran, also es kann doch nicht meine Bluetooth-Verzögerung oder so sein. Nee, Bluetooth-Verzögerung ist es nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, ein Problem, wenn ich den nicht pariere. Ich bin gefickt. Schaffst das. Er hat nicht reagiert, ohne Scheiß. Ich bin gesprungen und wollte in der Luft dashen und er hat nichts gemacht. Aber ist nur der Dash verzögert? Der Dash und der Super sind irgendwie so eine Sekunde später und ich weiß nicht warum. Hast du die auf den Triggern hinten? Ja. Magst du die vielleicht mal auf die oberen Knöpfe legen? Aber eben hat er ja gar nicht gedasht. Ich bin ja gesprungen, hab gedasht und es kam ja gar nichts. Er ist runtergeplumpst. Es tut mir voll leid. Stille? Ja, ich weiß auch nicht, warum jetzt... Mach lieber Mucke. Es läuft eigentlich Mucke, bloß sie ist sehr leise. Ach so. Sehr, sehr, sehr leise, aber es ist nämlich die Ode an die schöne Donau. warte mal. Ist noch so, was bist du für ein komischer Mensch, der mit Exschuss? Exschuss? Ja. Dann mach ich so. Hast du es jetzt auf dem Knopf? Ich habe jetzt hinten. Aber mir hat einfach gesagt, nicht auf dem Trigger. Ach so, weil ich den brauche, ja. Dann mach ich hier, okay. So, ich habe den jetzt hier vorne, den Exus. Okay, und stehen bleiben? Ja, den kann ich dann hier hinten, den brauche ich ja nicht so drin. Ja, und dashen. Dann mache ich Sprinten hier hin. Genau. Und dann Waffe ich wechseln? Hier hin, okay. 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 Düt. Voll schön jetzt hier. Wo willst du hin? Ja, die Zeitungsjungen Cash holen. Na gut. So, zack, easy. Wine time. Chat wird auf einmal kultiviert. warte mal, der da. Der ist gut? Ja. Wir spielen echt ohne Smokebomb? Okay, ich bin bei. Du kannst auch Smokebomb kaufen. Den kann ich ja nicht gerade. Also, dann müssen wir zurück. Shop. Ja, komm, ich mach jetzt Zielschuss und fertig hier. Okay. Bam, 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 bam. Mit dem Wein, achso. Ich liebe meinen Chat so sehr. Oh, Chat, ich hab. Ohne Scheiß, Alter, ich küsse jeden von euch auf der Gamescom, ey. Alter, ich zieh das durch. Das ist mir egal. Ich liebe meinen Chat so sehr. FBI, oh Mann. Okay. Let's flip and go. Oh. Oh, jetzt kommen die Gänse wieder. Ich stehe aber nicht auf dem... Ja. Nee, ich bin reingesprungen. Okay, okay. Also ich hab's richtig gut gemacht. Okay, nee, ohne Scheiß, hier passt irgendwas nicht. Der Controller ist am Arsch. Ja, guck mal, ich drück nach links, es passiert nichts. Scheiße. Okay, wir gucken gleich nochmal. Entweder gehen wir den anderen Controller oder wir connecten ihn nochmal neu oder... Mir wird eine Umarmung auch reichen. Mir tut's halt gerade auch voll leid, weil wir eigentlich zocken wollen, aber... Ja, aber Tim kann einfach seinen Controller nicht bedienen. Spaß, nein. warte mal, dann machen wir das hier mal weg. Vielleicht ist der noch irgendwie so halb per Bluetooth verbunden oder so. Warte mal hier, den da, den werfen wir jetzt hier mal raus. Das bist nämlich du. So, und jetzt connecten wir einfach. Okay, na, jetzt müsstest du ja theoretisch... Vielleicht hat das echt so ein bisschen überlappt, ne? Ja. Controller. Also ich spiele häufig mit PS5-Controller. Mhm. Ich auch. Ich spiele immer mit PS5-Controller. Ja. So, wenn wir jetzt hier, da passiert auch was und alle Button-Inputs kommen auch durch. Ja, das sieht gut aus. Okay. So, wir gehen zurück in-game. Wir düsen auf die Karte.
Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich habe gedrückt, ja. Okay. So. Genau, jetzt machen wir kurz hier. Wir yeeten dich kurz. Okay, er kennt dich noch nicht. Dann gehen wir jetzt auf Steuerung. Jetzt bin ich noch nicht da. Oh ja. Mann. Okay, Freunde. Wir schaffen das. Einfach ein bisschen Wine-Time in den Chat und dann ist das Leben schön. Seid einfach kultiviert. Schon lustig, dass die Puppen vom Riesen der Teufel King und Dice sind. Ach, die Puppen vom Teufel und von King Dice. Ach so, Leute. Echt? Das heißt, ist mir auch noch nicht aufgefallen. Nee. Übrigens, Leute, ich habe ja so ein kleines bisschen kapituliert, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ne? Nicht ganz, ich bin immer noch dran. Nee, sprich's gar nicht aus. Aber du sträubst dich halt so heftig dagegen. Das ist erstens gelogen und zweitens sprichst nicht aus. Du hast immer so einen ganz angewiderten Blick, wenn ich das erwähne, das Spiel. So, nee, ich will überhaupt nicht. Eigentlich hättest du voll Bock drauf. Ich spreche ja nicht aus, um welches Spiel es geht. Aber jedes Mal, du da so, oh nee, und ja, nee, so aus Meme auch mittlerweile. Ich bin erstmal da. Der Mensch, ne? Der Mensch. Unendliche Weiten. Nee, warte mal, du willst nicht deine Steuerung noch irgendwie einstellen? Nein, wieso? Okay. Muss doch passen. So, kannst du dich wieder bewegen? Nein. Kein Problem. So, jetzt pass auf. Bewegung nach rechts. Ja. Wir machen sie auf Standard erstmal zurücksetzen. Bewegung nach rechts. Ja. Links. Oben. Unten. Warum steht es auch mit Steuerkreuz? Springen. Normale Menschen. Aber warum sollte man jemanden zu einem Spiel zwingen? Dann wird es doch sowieso auf Abneigung stoßen. Danke, Lea! Danke! Weißt du, Lea versteht, deswegen ist Lea auch ein Mod. Ja? Weil sie hat so ein Verständnis für Menschen und sieht brutal gut aus. Ja? Ja. Und sprinten. Jo, okay. Spiel mal Rayman Legends, du Kronbockliger Hustensack. Danke, Unbekannter. Danke, Anonym, für 100 Bits. Du kannst auch Nachrichten schreiben, ne? Das ist, man kann an so eine Donation auch eine Nachricht dranpacken. Bär. Ich bin super konzentriert jetzt hier. Oh mein Gott, wir sind beide ohne Gegentreffer in die zweite Phase gekommen. Ja, stimmt, King Dice und Teufel, true. Stimmt, jetzt sehe ich das ja. Das war. Egal. Wir müssen nur in die letzte Phase kommen. Sehr gut. Nein, Mann, ich sterbe immer am höchsten Punkt meines Sprungs. Das ist so dumm. Okay, so, du bist in der letzten Phase. Ich find's so witzig, wie die Musik so klingt, als ob es eine Fail-Compilation wäre. Die Musik ist schon geil. Also muss ich jetzt schon sagen. Kannst du dashen? Jo. Ja, okay. Dein Controller funktioniert, ne? Ja. Okay, sehr gut. Feuert alle Tim im Chat an, Guys. Tim braucht das. Schaffen wir jetzt. Wo kam der denn her? Scheiße, okay, egal. Ach, dann kommt wieder. Ja! Yeah! Yes! Alter, richtig stark. War ja easy. Ja, kaum funktioniert der Controller. Die Mucke beflügelt. Ich muss auch sagen. Wie lang geht diese Ode eigentlich? Michael, besteht die Playlist aus 4 Lieder? Er hat einfach mal so komplett Vivaldi Frühling drin gleich oder so. Ja, ich hab's ja auch. 40 Minuten. Oh boy. Okay, so. Oh, Gnombeeren. Geil, Bruder. So, aber jetzt können wir. Nein, du machst es schon wieder. Parieren. Jetzt kommt das Pferd. Ich weiß so vieles gar nicht mehr. Das ist voll lustig. Es ist nicht lange her, dass ich es gespielt habe. Ja. Ach ja! Boah, das stelle ich mir aber im Multiplayer auch schwer vor. Okay, geil. Ich glaube aber, das habe ich mit Chalice gemacht. Ich glaube, den habe ich mit Chalice gemacht, ja. Weil man da mehrfach, glaube ich, rein dashen kann. Okay. Okay.
Sehr gut. Okay, bin raus. Sehr gut. Lieber nicht. Ich kenne seine Moves nicht. Ah, mehr. Der ist super cool. Der fühlt sich an wie so ein kleiner Dark Souls-Boss hier. Okay. Okay, sag mal. Alles klar. Okay. Da könnte man mit Chalice nach der Attacke sogar zweimal. Das glaube ich, ja. Ich muss erst mal wieder gucken, was er genau macht. Okay. Wie viel Leben der jetzt wohl hat im Koop? Ne, wenn einer von uns stirbt, hat er weniger. Das war bei den kleinen Viechern auch schon so. Wenn du dann getroffen bist, kannst du mit dem Damage Boost noch einmal einen Treffer machen. Okay. Ach ja, stimmt. Okay, so langsam habe ich wieder, was er macht. Was heißt Gran Turismo 2 Soundtrack, okay? Na okay, aber ich habe jetzt wieder im Kopf, was er macht. Schaffen wir, ne? Ja, schaffen wir. Jetzt. Gut, hab einen Treffer kassiert. Aber die Attacke nutze ich auch nicht, die ist mir zu eng, ey. Ja, aber deswegen spielen wir ja Koop. Damit du die Enge nutzen kannst. Ich bin eher so für weit und du magst eng. Richtig, richtig. Geht das eigentlich im Koop, dass wir nachher beide drüber springen? Das weiß ich nicht. Die Mucke. Warte mal, wie dash ich eigentlich? Die Mucke ist zu gut. Man kann auch. Warum ist mein Dash jetzt nicht auf den Button? Was für ein Trash! Mir hat's mein Dash-Button verhauen. Irgendwie ist halt der Wurm drin. Aber alles gut. Okay, jetzt ich kann den Move jetzt mittlerweile. Cool. Geil. Was kommt jetzt? Oh, okay, der Scheiße. Das hat er zum ersten Mal jetzt in diesem Kampf gemacht. Mist, okay, ich bin raus, Bruder. Ich auch gleich. Das ist, wieso nimmt, wie machst Alter, du das? Schau die Leben an. Ja. Der hat im Koop doppelt so viele Leben. Doppelt, ach du Scheiße. Wobei der war auch im Singleplayer schon ewig gebraucht. Warte mal, ich will Chalice spielen. Und ich muss meine Steuerung kurz umstellen. Erledige es. So der Inbegriff von Bruder muss los, dein Blick gerade. Okay, ich glaube, ich habe ihn komplett gerippt. Er ist verstört jetzt. Okay, Freunde, wir machen weiter. Kennt jemand von euch das Game Galaxy Life? Nein, sagt mir nichts. Hä, warum bin ich nicht Chalice? Ich habe doch diesen komischen Keks gegessen. Ah, okay, da ist die Sau. Beruhigen Sie sich. Okay, alles klar. Okay, das ist cool. Ja, das ist mega. Mist, weil es wieder gelaggt hat. Ja, aber das ist halt das, was ich mich frage. Wir können ja nicht gleichzeitig parieren, ne? Ja, nee, dann spring ich. Nee, du springst einfach nur. Ich pariere, weil mein Dash ist nämlich parieren. Ich komme da gar nicht rüber ohne Glau. Ich weiß es nicht. Das ist ja dumm im Koop. Okay, nee, du. Dann gehe ich mit Doppelsprung drüber. Du parierst ihn. Ja. Und ich gehe mit Doppelsprung drüber, nachdem ich jetzt gestorben bin. Ja. Ich kann nicht mit, ich kann nichts drücken. Achso. Also, wenn er dasht, muss ich parieren und du springst drüber mit Doppelsprung. Genau. Aber wirklich, Gary, du hast eine Bomben-Playlist gemacht. Props. Wirklich, wirklich Props. Gute Playlist. Ich kann auch nicht neu starten, das dauert doch jetzt ewig. Lohnt sich das DLC? Ja, das Ding kostet 8 Euro. 8 fucking Euro, das ist insane. Das ist wirklich, das wirklich krass. Die müssen Verlust mit dem Spiel machen.
Okay, ich bin einfach reingedeckt. Warum läufst du rein? Nimm mich! Oh, shit, ey. Mit der Mucke ist das irgendwie super witzig. Ja. Ach, scheiße, ich muss einen Doppelsprung. Ja, das muss ich erst lernen, dass ich einen Doppelsprung machen muss. Okay. Das klappt. Okay, aber dann kann ich nicht mehr rein, okay. Das ist echt gut mit ihr. Ja. Achso, das ist er. Dadurch, dass wir eh nicht gleichzeitig parieren können, bin ich, also stehe ich einfach, ich bin ja auch dabei. Du sparst einfach Leben, so. Ja. Das ist. Oh, die Geräusche sind witzig. Ja. Oh, der war oh, schade. Ja, aber die Idee war gut, schon mal so vorzuspringen. Oh nee! Okay, jetzt musst du übernehmen. Kannst du mit dem Chat reden. Ja, ich bin dabei. Ich weiß nicht, wie man da so schnell rankommen soll. Ach du Scheiße, jetzt kommt Rush E. Oh, Bruder. Was kommt? Das ist, du wirst es erkennen. Ich lasse die Attacke. Ey, ohne Scheiß, die Playlist ist die beste, die wir bisher hatten über die Kanalpunktbelohnung. Oha, da haust du aber was raus. Nein, die ist wirklich gut. Also die ist einfach so gute Stream-Musik einfach. Passt auch voll zu Cuphead, by the way, ne? Ja. Jawollo! Zack! Schmeckt. Die Musik passt super zum Pferde. The Great Mighty Pooh. Oh, wir können gleich noch weitermachen. Verhext, Bruder. Oh, nee. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, oh nein. Ah, okay. Aber das ist vielleicht besser zu zweit sogar. Ja, aber die hat halt auch wieder 1000-mal mehr Leben. Aber wir können sehr schnell die Kerze einsammeln. Ja. Wollen wir sagen, ich immer rechts, du immer links die Kerzen? Ich habe auch schon überlegt. Ich glaube einfach überleben, Bro. Alter, ich kann diesen Boss nicht. Wie, das war kein Parry? Die Mucke passt so geil, ey, ohne Scheiß, Alter. Diese Mucke ist genial. Okay, ich fühle, was du sagst. Ey, wir waren aber ganz schön weit. Ja. Der Boss geht. Alter. Ohne Scheiß, Gary, wenn du nochmal so eine Baba-Playlist machst, dann kriegst du eine Free-Belohnung, kriegst du Free 100.000 Kanalpunkte von mir. Oha. Ich bin schwer begeistert. Ja, das Ende war am besten. Was ist das? Bad Piggies? Mit X Undertale oder was? Mann, oh Scheiße. Ist das immer noch seine Playlist? Ja. Alter, wie lange lebt denn der Scheiß? Ja, hab ich mir auch gefragt. Ja! Oh. Stark, Digga. Richtig gut. Die Mucke hat uns gehypt, Alter. Ja, Bad Time Piggies, ja. Ist die Playlist eigentlich... Läuft die eigentlich jetzt eine halbe Stunde oder ist die einfach gut und wir lassen sie gerade länger als eine halbe Stunde laufen? Bestes, macht euch keine Sorge, meine Playlist wird gleich der letzte Rotz. Geil, Jam Ram, ich freue mich.
Okay, ein bisschen leider noch nicht mehr. Oh nein, der war ultra schwer. Bei dem hatte ich echt Probleme. Ach ja, das, man musste den darüber. Aber das ist vielleicht zum Zweiten auch besser. Ja. Weil dann können wir mehr zu ihm zurückhauen. Okay, warte mal, ich muss erstmal. Alter, wie die gerade bei ihm einschlagen, holy shit. Ja, ich schick sie zu. Das klappt voll gut. Ich schick sie zu dir von hinten und du ballerst sie zu ihm. Die Frage, ja, ich bin nur gleich tot. Weil ich darf. Hä, was? Ach, da unten kommen jetzt die Funken. Scheiße, die habe ich ja gar nicht mehr im Schädel. Boah, Alter. Krass, dass du so lange lebst. Props. Shit. Aber wir haben uns gut eingespielt. Oha! Ja. Oha! Das klappt wirklich gut, dass ich sie nach hinten, von hinten irgendwie zu dir schicke. Wie beim Volleyball, ja. Also es ist halt so Schädelvolleyball. Ja, stimmt, ja. Wir hatten nur die Funken vergessen, aber jetzt wissen wir es. Ja. Die Mucke ist. Oh, die Verzögerung, ne? Funken kommen. Ja, oh ja. Gut, der hätte mich getroffen. Ja. Ich glaube, jetzt loopt's. Verdammt. Okay, den Boss noch, dann kommt die Playlist von Jamram. Oh nein, die ist aber Rotz. Ja. Scheiße. Du meinst mit Verzögerung über den kurzen Lag, wenn einer beiden pariert? Ja, genau. Das hat mich jetzt zweimal schon gekillt. Scheiße. Nee, das war mein Fehler. Die anderen beiden war durch den. No! Oh. Okay, Playlist. Oh, nee, das ist. Stopp, das ist noch nicht. Hey, aber die Playlist läuft doch schon safe länger als eine halbe Stunde, oder? Oder? Also. Ich finde das schon sehr funny, Michael, hast du wirklich eine Laufzeit von einer halben Stunde? Warte mal. 9 Minuten, 10, nein, Digga! Deine Playlist geht 40 oder 45 Minuten! Hm. Alter, du Scammer! Du kriegst jetzt nichts, du kriegst keine Punkte für mich, du bist einfach ein Scammer. Aber die Playlist war trotzdem sehr stark. Ja. So, Jamram. Okay. Oh Gott. Ich bin gespannt. So, Clear Playlist. Zack. Import. Ey, das ist richtig witzig mit der Community-Mucke. Ich feier das. So, wir gucken gar nicht groß rein. Oder? Ja, doch, das ist auf jeden Fall schon mal ein neues. So, dann Settings. Playlist von Jamram 06. Jamram. Okay. Na, dann hören wir mal rein. Okay, kann ja nur noch schlechter werden nach dem, was wir gerade hatten. Richtig. Oh Mann. Ich finde sie halt jetzt schon schlecht. Ist das noch das von gerade? Weiß nicht, ich höre. Nein, das ist das von gerade. Wir müssen noch einmal reinskippen. Okay. Guns N' Roses. Hä? Das ist doch gar nicht bad, Digga. Auf geht's! So, wir schaffen den Shit. Klar. Och, Bruder. Mach nicht den. Ja, lieber einfach mal einen fallen lassen, ne? Ja, klar. Boah, die Verzögerung, Funk, ne? Boah, die Verzögerung kickt gerade hart. Ja, ich hatte das eben auch. Zwei Treffer ging gerade, weil ich einfach Verzögerung hatte durchs Parieren. Aber wir schaffen es trotzdem. Wollen wir nicht meckern, ne? Ja, wir schaffen es. Alter, die Verzögerung! Boah, wer hat das programmiert, dass es laggt, wenn man. Also, was ist der Sinn daran? Ja. Warum kann man nicht einfach lagfrei parieren? Das ist für einen Koop wirklich schade. Och Mann, ich krieg ihn auf die Fresse. Ey, alles gut, zieh durch. Alleine ist es aber ganz schön schwer, ihn zu treffen. Ne? Ja, das ist einer der geilen Songs, aber es kommt auch viel Müll. Aha. Wir gucken mal. Du schaffst das, Digga. Kein Stress. Da können so viele auf den Boden klatschen. Du wirst nicht nach Zeit bezahlt. Ja.
treffe ihn nicht. Ja. Den musst du auch nochmal an den Rand tragen. Ja, der trifft. Den auch nochmal, der trifft auch. Der könnte nicht so wichtig. Doch, hat auch nochmal getroffen. Oha, wie viel Leben der einfach noch hat. Aber ich glaube noch ein oder zwei Treffer. Also da kommt nicht mehr viel. Einfach überleben. Lass den. Alles gut. Einfach spiel lieber auf Überleben. Ja, ja, genau. Manchmal bietet sich's an, manchmal nicht. Ist halt Timing-Sache auch. Ja. Ob das Parry durchgeht oder nicht. Nee, oh, das war fies. Das ist für Singleplayer vorteilhaft. Ja, aber dann hätte man vielleicht sich überlegen können, ob man es vielleicht für einen Multiplayer irgendwie rausruft. Der trifft. Yeah! Ganz stark. Ganz, 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 ganz strong. Bam, bam. Bisher ging die Mucke. Ja, es ist ja auch nur ein Lied bisher. Ja, aber immerhin. Er hat nicht direkt im ersten Song verkackt. Ja, aber ich will jetzt noch nicht den König spielen, muss ich sagen. Da habe ich noch keinen Bock zu. Komm. Sollen wir? Durchziehen. Die Königin ist es, ne? Oh, nee, die fand ich ganz weird. Ich weiß schon gar nicht mehr. Du musst einfach doch, das war witzig mit den Kanonen. Ja, aber dann kam immer... Ja, dann kam immer mehr Scheiße. Das ist halt für dich geisteskrank. Ich kann durch diesen Turm einfach durchdashen. Und du, ich weiß gar nicht, wie du das machst. Parieren. Ja, aber also, müssen wir. Jetzt ist halt mit Smoke Bomb wirklich. Alter, ja, jetzt, ja, jetzt wäre Smoke. Also jetzt hab ich einfach den besten Charakter. What the fuck, Alter? Ja. Was, wie soll man da denn überleben? Ja, richtig. Ja, du hast recht, hier bin ich gefickt. Pff, Alter, wie schnell! Mhm. Du machst sie halt First Try jetzt. Tatsächlich, in meinem Playthrough hatte ich First Try. Mit ihr geht das aber auch. Ja, also ich habe allgemein diese ganzen Parier-Challenges sind voll auf sie ausgelegt. Ja, ja. Auch wie gesagt, du kannst in diesem Ausweichen, wo die Kleinen bauen. Alter, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Man kann bei diesen Bauern am Anfang da, die alle oben auf der Stange mit Chalice auch kaputt machen. Ja. Das ist... Ja, dann direkt den König, ne? Ja. Nee, jetzt ist schon vorbei. Kommt das nicht war's noch. Schon. Nee, die Königin. Achso, er ist ja der König. Ja. Gut. Damit haben wir die Parier-Challenges schon gemacht. Jetzt haben wir Kohle, Kohle, Kohle. Mauszeiger im Bild. Ja, Alter! Ich schieb noch ein bisschen mehr in die Mitte. Ja. Kannst du nicht programmieren, dass der sich auch ein bisschen bewegt oder sowas? So, ja, Bogenschuss, nee, will ich nicht. Ladung, nee. Ist der Bogenschuss nicht komm, wir kaufen jetzt die Rauchbombe. Sonst muss ich mir das bei jedem Kampf anhören. Ist der Bogenschuss nicht sogar praktisch bei dem einen Flugboss? Ja, maybe. Das sind diese Wirbelstürme, die nach oben fliegen. Hm. Puckel, grüß dich! Schön, dass du da bist. Nein, ich will jetzt die Smoke Bomb auch nicht mehr. Du willst sie nicht? Wir spielen jetzt weiter. Okay, alles klar. Das ist auch mal eine andere Art der Herausforderung. Ohne Smoke Bomb. Dann gehen wir jetzt den Kollegen. Aber dir ist schon klar, dass ich jetzt eben tot immer darauf zurückführen werde, dass ich keine Smoke Bomb habe. Ja, mit Smoke Bomb hätte ich jetzt. Ja, nee. Die Waffe ist gut, ich habe. Ja. Behalte ich. Es ist so krass, wie viel ich vergessen habe, obwohl ich den. Es ist halt echt nicht lange her, dass ich den DLC gespielt habe. Warum vergesse ich so schnell so viel? Weil ich alt bin? Alter, Jammer im Smoky finde ich gut. Da kommt einfach nämlich gar kein Ton. Alter, was hätte. Hä, das ist doch auch ein gutes Lied. Verzögerung, fick dich, ey. Warum spiele ich jetzt eigentlich mit Chalice? Ja, komm, ich spiele mit ihr, fuck it. Ich lerne das schon. Jawollo, okay, erste Phase ist schon mal geschafft. Wir haben beide nur noch ein Leben, richtig gut. Das ist Wipe, ne? Das ist der Wipe-Track, ja. Oh mein Gott, hä? Achso. Ach, ich kann da nicht durchdashen. Ich dachte, ich könnte da durchdashen. Kannst du nicht? Nee. Ich habe halt keine Smoke-Bomb. Ich auch nicht, aber ich glaube, man kann trotzdem durch, oder? Nee, kann man nicht. Man muss flüchten. Okay, guter Start. Wie soll man denn flüchten? Der ist doch unendlich. Licht ist ja, unendlich. Ja, nee, mitlaufen, du? Mitlaufen. Oh, das ist echt? Ja, du hast es auch, du wirst es genauso in deinem Playthrough gemacht haben. Ja, ja, ich spiele natürlich mit Smoke Bomb. Aber ich bilde mir gerade ein, ich konnte gerade einmal durchdashen. Mann, ich vergesse immer, dass ich den Doppelsprung habe. Das ist das einzig wirklich Gute an ihr. Ja, aber so ein... Völlig losgelöst von der Erde. Lebt das Traumschiff oder so? Traumschiff.
Ja, ja, hab ich gesagt. In dem Lied geht's um Suizid, ne? Ja. Shoutouts an Suizid, Tom. So, Feuer frei, komm schon. Gib ihr, gib ihr, gib ihr, gib ihr. Gib ihr, gib ihr, gib ihr. Nach oben. Man kann echt nicht durch. Alter. Okay, okay, ich lass mich darauf ein, die ohne. Aber das ist ja Hardcore ohne Smokebomb. Okay. Okay, okay, ich hab mir den Doppelsprung gewöhnt. Das ist schon sehr wertvoll. Och, wie fies. Du chillst oben, ne, falls er da kommt. So, der rote Schuss ist, glaube ich, richtig gut. Ja! Zieht weiter, völlig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Alter, das dreht sich schneller im Koop. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Doch, ich glaube schon. Doch, das dreht sich 100% schneller. Also ich schwöre, dass es sich schneller dreht. Ach nee, die hat ja den Move. Du hast mich gerade gekillt, ungewollt. Die hat ja den Move. Hast du das gesehen? Nein. Durch deinen Supermove konnte ich mich nicht mehr bewegen und sie ist in mich reingedasht. Okay, ich muss mich an Chalice gewöhnen, ey. Ich kann das noch nicht mit der. Du gewöhnst dich an sie und ich gewöhne mich an ohne Smoke Bomb. Okay. Ich hab überhaupt nicht vergeistig abwesend gerade. Wie in deinen Videos. Wegen was? Wie in deinen Videos. Nein! Das war Instant Karma, dass ich dich gedisst hab. Ja, ich bin auch gerade. Okay, das ist nicht mein Try. Ja, ich aber die, wo man. Die Tries, die man abschreibt, die sind. Ja, ja. Ich hab gerade innerlich halt geweint nach dem Burn. Dafür bin ich fit, Partner. Der musste jetzt noch. Ja, ja, klar. So, jetzt müssen wir irgendwie. Jetzt muss ich irgendwie schaffen, hier meine Superfähigkeit aufzuladen. Okay, aufpassen, aufpassen. In die Richtung, okay. Ach, du bist das. Ich bin gerade dir ausgewichen. Okay, warte mal, ich hab. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt Schaden gemacht. Ah. Nein! Wie wir immer gleichzeitig erwischt werden. Das war aber auch unlucky für uns beide gerade. Ja, ja. No! Ja, oh, in den Chat, Freunde. Völlig schwerelos. Aua, was hat mich jetzt getroffen? Irgendwas hat mich getroffen. Ich weiß nicht, was war. Scheiße. Volle Konzentration hier. Ja. Und Jamram, Smucke genießen. Aber es waren jetzt zwei gute Tracks und ich habe Angst, dass es halt wirklich nur noch Scheiße kommt. Also das. Na, ja, okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, na, mit absoluter Scheiße. Das ist Crafted World gleich, oder was? Nein, das ist jetzt Patendoni, das ist mein Mod. Achso. Oh nein, Jamram. Oh shit. Jamram, please. Boah, das ist so schnell im Auszuweichen. Ich ticke. Wie Drogendealer ticken und du weißt nicht mal, wie Drogendealer ticken. Ich höre die Uhr am Wecker ticken, doch du hörst okay, deine sehr gut. Oh, okay. Du machst das. Ja. Ich bin auch noch da. Hast du dich hier foppen lassen, by the way, beim ersten Mal? Ja. Echt? Ja, hab ich. Gibt's, ist on Video. Denn Killer haben krasses Gerät und selbst ich weiß nicht, wohin du gerätst. Doch weiterhin versuchst du zu entkommen. Du bist zu lange. Ach ja, ich hatte das auch vergessen, ne? Ey, das war ein guter Try. Ja, ja, ja. Der Ameisenbär hat's nicht so schwer, zückt das Gewehr und steigt ins Meer. Oh, ich hab grad was entdeckt. Ich hab's mir unnötig schwer gemacht. Okay, und zwar? Ich dachte, man kann nur durch das Holz nach oben und unten. Ach so, nee. Deshalb habe ich mich bei ihr manchmal treffen, also ich dachte, shit, ich kann jetzt nicht ausweichen. Okay, wieder was gehört. Was ist das für ein Song? Das ist mein Mod, das ist Döner. Das ist Patendoni ja. Mit seinem Song Dönarkos.
Okay, es muss halt echt nicht jeder einen YouTube-Song haben. Ja, aber Döner schon, der ist ja professioneller Rapper und Musiker. Klingt auch so. Ja, richtig. Batze, in den Streets of Compton. Es ist einfach halt wunderschön. Ja, richtig. Ist auch so gesellschaftskritisch. Alter, wie lange ging denn der? Ja. Oh, fick dich, Spiel. Boah, ich hab sie kaum getroffen. Sehr gut. Hä, wie, Alter, wie viel Leben? Und natürlich hat sie jetzt noch kurz, bevor sie abnippelt. La Policia kriegt uns niemals, deshalb boomt das Geschäft und unsere Hunde scheißen. Kann man den hier eigentlich killen? Ja. Theoretisch, wenn man genügend Damage hat, ja. Oh, ich wollte. Alter, wie schnell muss man da denn ausweichen? Nein, ich bin tot, du lebst, du lebst! Leb? Du kannst mich noch retten! AMK! Ja, warum gibst du auf? Ich hab, du bist ein Alpha, ich, geht der Weg dein Alpha! Ich dachte, ich bin tot, Mann! Marsch, 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 marsch! Ich bin ein Sieger, ich bin ein Sieger! Und dann nimmst du hier noch ein Tränk und dann zack und dann läufst du nochmal 10 Kilometer! Was ist mit dir verkehrt, Mann? Wir hätten es geschafft? Ja, hätten wir. Okay. Ah. Das ist die Musik, glaube ich. Ich Finger weg von den Drogen, Leute. Ist das. Das ist unsere Wir, okay. Wenn du Grenzen. Wie lange geht denn dieses Lied? Warum fragst du? Nur so. Ich finde es so schön. Weiß, wie lange Vorfreude genau, ich finde es so schön. Ich will nicht, dass es endet. Wenn du Grenzen überschreitest, liegt dein Leben an mir. Da, 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 komm. Da, jetzt. Da, er hat gerade schon intuitiv den Beat mitgesungen. Du Penner, bleibst genau stehen, ey. Das ist so schwer, dieses Ausweichen. Mit Smokebomb wäre das halt so viel einfacher. Ach, ja. Hä? Ich habe noch nicht mitbekommen, wovon. Oh, ja, der geht ins Herz, der Track. Der geht ins Herz. Ich wusste nicht. Nein, die hat mich noch bei in ihrer Weglaufbahn. Ja, ich mich aber auch. Warum ist die noch da, während der Ameisen ja, da ist? Was ist da denn passiert? Mich hat sie auch, ich habe gedacht, sie ist tot und sie hat mich auch noch erwischt. Wieder was gelernt. Ja, aber also, warum ist sie noch da? Also normalerweise läuft die aus dem Bild und dann kommt der Ameisenbär, aber die ist noch da. Ja, das hat mich auch gekriegt. Hör gut hin und träume los. Was ist das jetzt? Das ist, ich hab noch nie geliebt von mir. Okay. Nimm doch deinen Müll hier mit. Es ist Zusammenschnitt auf Beat. Ich fand den Vorschlag Hammer. Wie in der Werkzeug. Das ist wunderschön. Danke. Pon Pon, sag es schon. Raus damit, du zögerst bloß. Komm, wir fliegen nach Bogota. Und ziehen Kokaina. Hoi, Poi und Igitt. Ey, wie soll man. Nimm doch deinen Müll hier. Wie kann man erwarten, dass man zu so einer Mucke Ernst, spielt? Ich fand den Vorschlag Hammer. Wie in der Werkzeugvorratskammer. Und da stellt man sich dann, wenn sich wie er schon wieder stehen bleibt. Wäre Mama stolz. Na, nie geliebt. Mein Leben ist es selbst. Und den Vorschlagkammer. Sie haben uns. Na, nie geliebt. Mein Leben ist es selbst. Und dann gehen wir. Wie soll ich mich denn hier konzentrieren? Alter, dreh ich direkt auf, Freunde. Das ist Hardcore-Hardcore-Modus hier. Tim so, ja, ich hab Expertenmodus gespielt. Ein Scheißdreck hat der Expertenmodus gespielt. Plaghammer! Sie haben uns! Ich kann nicht spielen. Geliebt, mein Leben ist so sad. What the fuck, Mann? Ja, noch drei Leben. Ich muss Mann, sagen, jetzt habe ich noch zwei. Sagen, aber das ist doch Musik für geistig Zurückgebliebene. Ich konzentriere mich jetzt wirklich nur aufs Ausweichen von diesen Strahlen. Ja, du bist halt assi, wenn sie genau da steht, wo man hin ausweichen will. Ja. Du musst halt innen bleiben. Von jedes Mal gerade, jedes Mal.
Okay, ich mach die Musik gleich leiser. Tja. Nein, nicht leiser machen! Was ist endlich das für Mucke hier! Was ist das für Mucke? Xenoblade! Ah. Okay, aufpassen, aufpassen. Sie ist noch da, sie ist noch da, sie ist noch da. Okay. Pass auf. Oh, scheiße. Warte, ich muss wirklich kurz leise machen. Also, sonst hört man uns einfach so gar nicht mehr. Hättest weitergemacht! Ich hab nichts weiter... Ich hab einfach nur... Danke, danke. Ich hab mich schon gewundert. Hier, komm. Ich hab mich selber gewundert, warum es weitergeht. Ich bin tot. Hab dich. Oh. Gleich kommt der epische Drop. Du hast immer noch eine Spezialfähigkeit, ne, die du einfach nicht... Jetzt halt aufpassen. Ja, ja, ja. Geh hoch und mach deinen Strahl. Ich bin tot? Wegen deinem Strahl konnte ich nämlich... Passend zu der Mucke, Mann! So, ich habe noch nie geliebt von Hübi. Xenoblade-Mucke hat mich gepusht. By the way, Sobble-Eye, vielen Dank noch für 6 Monate. Die waren vor 6 Minuten, es tut mir furchtbar leid. Hi, wir wollten nochmal Danke sagen, dass du mich immer aufmunterst, wenn es mir mal kacke geht. Und danke für die geilen 3 Jahre, die ich dich jetzt schon dabei bin. Freut mich, Sobble-Eye. Freut mich sehr. Schön, dass du da bist. Danke für die GGs. Hallo, Sora. So. Oh, da ist der Teig. Vollgas. Oh, toll. Ja. Oh, jetzt kommt das Flugzeuglevel. Oh je. Ach, easy, oder? Ach, nee, also ich habe da hardcore gestruggelt. Yasin, es freut mich, dass du da bist. Stimmt, was kann die eigentlich? Ach ja. Ich erinnere mich gerade wieder, die war super schwer. Ja, die war schwer. Vor allem zu zweit. Man erkennt einfach nichts. Nee, vor allem zu zweit muss man ja richtig aufpassen mit diesen, Normalerweise kommen ja diese Aale so, dass sie dich nicht treffen zur Ablenkung. Ja. Aber jetzt sind die ja richtig gefährlich zu zweit. Das stimmt. Alter. Ich glaube, hier ist aber das Schlimmste an ihr ist die erste Phase. Nee, also in meinem Schädel war es eine andere. Ich glaube, die letzte. Ich hab schon. Ja. Wir hätten fast die erste Phase geschafft. Ich hab Verzögerung leider. Echt jetzt? Ja. Immer noch? In der Bewegung gerade. Räudige Scheiße. Muss ich eigentlich mit Chalice irgendwie anders schießen oder so? Weil ich habe ja so einen Dreifachschuss. Wahrscheinlich eigentlich dichter oder so, ne? Ja. Das ist easy jetzt. Ich hab da gar keine Sorge. Ja, ich glaube. Ist das nicht schön, Leute, ihm zuzusehen? Oh, nein, das war die schlimmste Phase. Das war die schlimmste nein. Phase. Doch. Die war doch nicht schlimm, die Phase. Die letzte war die schlimme nochmal. Machst du gut. Lass dich von der Mucke tragen. Das war fies, egal. Scheiße. Fleisch geblockt. Cleverer Move vom Boss. Letzte Phase. Guck immer nur auf die Lücken. Richtig stark, Mann! Oh mein Gott. Ich war so angespannt, ne? Oh, ich hab mich nicht getraut, was zu sagen. Alter. Ganz, ganz stark. Machen wir richtig Party und dann geht's wieder los. Von Diego. Lester, Milton, Gordon, Teute. Gehen wir mal nach Gordon. Machen wir richtig Party und dann geht's wieder los. Von Diego.
Lester. Milton. Spreng kurz die Dose weg. Ich bin sofort. Bring mal die Dose weg. Richtig Party, Leute. Machen wir richtig Party. 1, 2, 3, 4. Er macht den Greenskin kaputt. Ich muss mal kurz was zu trinken holen. Oh mein Gott, ich habe mich gerade wirklich nicht getraut, was zu sagen. Ich habe ihn so angefaunt. Er hat es ja vor allem so assi knapp gemacht teilweise, ne? Da, oh, in letzter Sekunde noch durch die Lücken, aber mit Würsten kann er halt gut umgehen. Das war genau sein Boss. Ob das Putenwurst war, man weiß es nicht. Ganz stark, Alter. Oh. Vor allem, wie sie der Musik jetzt gepasst hat, warm, ne? Mit Xenoblade und jetzt mit der Party. Seit wann ist gute Laune? Ach, das hast nicht du angemacht, das kam jetzt. Ja! Ach so! Aber gute Laune-Typ ist auch da. Ja, jetzt ist er wieder weg. Geil, Alter. Was? Ah, oh mein Gott. Döner hört gerade zum ersten Mal den Pute-Laune-Typ-Witz. Döner, besser könntest du nicht zeigen, dass du nie da bist. Ja, genau. Das ist in Videoform und in mehreren Streams mittlerweile schon vorgekommen und du hörst jetzt den Witz zum ersten Mal. Hashtag fauler Mod. Hashtag fauler Mod. Du hättest gerade nicht krasser zeigen können, dass du nie hier bist. Oh Gott. Ach scheiße, ich will immer dashen mit dem normalen Dash-Button. Okay. Ach scheiße, ich muss mich erst wieder an den Boss gewöhnen. Oh, oh! Ganz guter Track. Kennst du Tuhu Valley? Tuhu Valley kenn ich. Das sind Voicelines von mir. Du musst einfach das hören. Schön, oder? Es ist tatsächlich irgendwie cool. Es ist mega, vor allem sind alles Stimmen von mir. Ja. Okay, das ist tatsächlich irgendwie cool. Das ist also jeder Fall wegen Man macht dann den hier schon wieder weg jetzt? Nein, ich habe nur ein Leben. Die Laser kann ich nicht. Wie haben die denn dieses Didit und so hinbekommen? Ja, einfach alles Videoausschnitte von mir und dann halt verzerrt. So was machen meine Leute nie. Das ist alles nur wegen Reddit. Also, ja. All solche Sachen entstehen alle im Reddit. Alles. Glaube ich, ja. Ich glaube, ein Reddit könnte für dich auch cool sein, aber jetzt nicht so auf Meme-Basis wie bei mir, sondern einfach mit Videospiel-Facts, Infos und dem ganzen Shit. Ich glaube, ein Reddit könnte bei dir auch, könnte Anklang finden. Ich glaube, da braucht man eine größere Community, damit es wirklich fest. Damit, ja, damit was los ist. Ja, okay, ja. Schon auch wieder. Und wie du ja weißt, habe ich ja keine große Community. Mann, da musst du einfach drüber dashen, ne? Ich dash einfach drüber. Ich habe mich bisher von weißt jeder Wall-Attacke getrennt. Soll ich dir was viel Lustigeres verraten? Ha? Wir können uns einfach ducken. Echt jetzt? Ja. Lol, okay. Wir können uns bei den Tennisbällen ducken. Als mir mein Chat das gezeigt hat, habe ich mich auch dumm gefühlt. Vor allem, dass die Hydranten kaputt gehen, finde ich krass. So, okay. Oh, das ist generische Staumusik. Ich schau mal, was Bayern 3 zu bieten hat. Generische Musik, die immer gleich klingt. Es war von Jamram, ne? Ja, alles Jamram. Sehr gut, Jamram. Du hast echt nicht zu viel versprochen. Der Song heißt Ich hab keinen Musikgeschmack, glaube ich. Oh yeah. Generische Musik, die da habe ich so aktuelle Popkultur gerantet, oh yeah, weil einfach alles gleich klingt. Okay. Oh yeah. Mann, wie soll ich das dashen? Du kannst doppelt springen, Mann! Okay. Don't wake me up. Hä, warte mal, wie läuft denn das? Ich hab kein Musik. Oh Mist, ich bin dead. Egal, zieh durch. Ich hab keine Ahnung mehr, was passiert. Ja. Man dreht und ich schieß die. Okay. Alter, ohne Scheiß. Die Musik, ich mag die Playlist Jamram. Die ist natürlich für Tim jetzt ein bisschen schwierig, aber ich mag die Playlist sehr. Ich ja auch. Doppelpariert, geil. Starker Typ. Da jetzt einfach ducken, ne? Ducken. Geil. Die Phase geht echt voll, ne? Ja, die geht übel, klar.
Vor allem seit man, wenn man sich ducken kann. Die letzte Phase, da muss man sich halt hardcore konzentrieren. Ne? Du weißt, wie der Schuss funktioniert, den du hast, oder? Das ist ja erst so ein Ding, so ein Karo. Ja. Und wenn du mit dem Karo triffst, macht's mehr Schaden und nach einer gewissen Zeit wird's halt zielsuchend. Okay. Aber wenn es dann zielsuchend wird, machst du weniger Schaden. Ja, das heißt, okay. Du musst nah am Boss stehen, dann machst du mehr Damage. Oh nein, ne? Oh nein, Alter. Oh Gott. Ich habe das Lied damals schon gehasst, als es neu war. Ich finde es tatsächlich ganz cool, muss ich sagen. Ich habe also auch damals... Scheiße. Aber weißt du, welches Meme-Lied ich am meisten gehasst habe zu seiner Zeit? Scheiße, du musst mich saven. Du musst mich saven. Ja. Mambo Number 5. Echt? Ja. Das ist doch kein Meme-Lied, das ist einfach gute Mucke. Ich hab's gehasst, den Song. Oha, krass. Nee, Mambo Number 5 finde ich richtig gut. Du bist noch am Leben, ne? Ja. Scheiße. Ja. Wie viel Leben hatte die noch? Nee, noch ordentlich. Alter, die Phase ist so schwer, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das in meinem Playthrough gemacht habe. Das Witzige war, in meinem Playthrough habe ich diese Phase gefirst-tried. Ich habe davor gestruggelt und auf einmal war ich in der Phase, oder gesecond-tried oder sowas. Ja. Deshalb musste ich mich nicht lange mit der auseinandersetzen. Ah, scheiße. Aua, jetzt habe ich auch nicht aufgepasst. Egal, geh deinen Weg wie ein Alpha. War nicht mein Try. Hab dich! Mhm. Hier gibt's doch diese Sonderphase, wenn man alle mit grauen Rauch macht. Ja, stimmt. Was passiert dann? Irgendwas passiert dann, wenn alle auf grauer Rauch sind, aber nicht tot. Ich weiß nicht mehr was, mein Chat hatte mir das auch mal gesagt. Wir haben es dann gemacht. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich so viel vergessen habe. Ich bin halt alt. Vorne hat auch jemand gemeint, Tim könnte dein Vater sein, oder? Er sieht aus wie 40. Aber da habe ich gedacht, das ist ein Kompliment, weil ich bin ja 49. Scheiße. Okay, alles gut. Alter, ich kann das, also wenn meine Steuerung gedreht ist, bin ich raus. Ja, das ist echt hardcore. Eine Secret-Boss-Phase? Secret-Phase ist einfacher. Okay, aber wir wollen es ja nicht einfach. Okay, konzentrier dich jetzt doch mal hier. So. Scheiß Mucke. Kauf dich den Wirbelschuss. Achso, ja, das meinst du, der Wirbelsturmschuss, der ist halt hier nice. Aber ich meine, wir haben auch... Finde ich nicht. Ich habe den auch ans Herz gelegt bekommen. Ich finde das ganz schön schwer, den zu treffen mit dem Wirbelsturm. Ja, du weil musst man, halt in einem speziellen Winkel ja, zum genau, stehen. Man darf halt nicht unter ihm stehen. Ich habe ihn damit gar nicht so oft getroffen, tatsächlich. Jetzt wäre halt gut, aber sobald man irgendwie unter ihm ist, trifft man damit gar nicht. Oh Mann! Ganz cooler! Mann, das tut mir so leid! Ich weiß auch nicht, warum der so struggelt. Ich meine, wir haben ja so oft schon Koop gespielt. Ja. Ich kann auch immer, siehst du das auch immer? Mein Super in der letzten Phase wird auch immer erst gezündet, wenn ich wieder am Boden bin. Dabei springe ich eigentlich extra. Nein, ach, das war so dumm. Egal, komm. Oh, jetzt Loop. Oh, damn! Okay, Playlist ist vorbei. Ey, aber die war richtig witzig. Ich hab's hart enjoyed. Holst du mich? Ja. Ich hab's sehr enjoyed. So. Warte mal, ich spiel's so. Ich mach's jetzt. Ich zieh's jetzt durch. Echt? Ja. Nein! Oh, aber das ist besser. Legit, das ist besser. Ich kam grad besser klar, ja. Okay. Ich hab grad besser ausweichen können. So, warte mal. So, okay, Jamram, das war sehr unterhaltsam. Alex 2002 ist der nächste. Alex, bist du da? Oder Tamai, bist du in der Zwischenzeit gekommen? Oder Hü Sugar Daddy? Ist jemand von euch da? Warte mal, die Playlist ist Shuffle und es waren nicht alle dran. Okay, Moment. Ich mach einfach mal weiter. Jetzt kommt aber Major Tom.
jetzt kommt Dynarkos. Nee, es ist alles durchgelaufen, Meister. Xenoblade, richtig Party, Superstar Saga, Musikgeschmack. Nee, das sind alle, die in der Playlist sind, Meister. Ja, ist durchgelaufen. Das ist deine Playlist, die du mir geschickt hast. Alle neuen Songs waren dran. Safe David sind wir. Okay, Sugar Daddy ist da, aber die Frage ist noch, ob Alex da ist, weil wenn Alex da ist, hätte er Vorrang. Hallo David. Aber ich glaube, er ist nicht da. Okay, Sugar Daddy, hast du mir die Playlist geschickt? Wir schauen mal nach. Am besten per Twitch-Flüsternachricht. Das wäre großartig. Oh, Michael Nummer 3 hat die nächste Playlist. Ich bestehe auf Non-Shuffle. Kriegst du nicht. Also der Nightbot spielt, glaube ich, immer automatisch Shuffle. Ich weiß auch nicht, warum. Ich werde dich so hart umarmen, David. Und ich werde dir dabei auch an deinen Arsch grapschen. Hab's geschickt? Wunderbar. Yes, ich sehe es. Wie geht's Ansgar? Frag das Ansgar. So, also keine Ahnung, ich bin bei sowas nie Eule. So, wenn Leute auch immer ganz häufig, wie geht's Alina, wie geht's was weiß ich. So, ja. Alter, fragt sie halt einfach selber, wie es den Leuten geht. Oder auch, wie geht's David, kriege ich tatsächlich auch manchmal. Und ich so, hä, Alter, der ist online aktiv, frag ihn halt, wie es ihm geht. So, oh, das ist die Udo Valley. Das Mario ist Kalinchi. Doch mal was für mich das, hier. Da kommt doch schon was. Oh, Raff, das ist noch Rap, aber geiler Rap und das ist mein Lieblingslied tatsächlich. Das ist dein Lieblingslied? Ja, ja. Aber auch halt durch viel Nostalgie, weil ich extrem viel mit dem Lied verbinde. Mhm. Und es sehr viele Instrumente und Arten nutzt. Also es ist einfach, dieses Lied ist perfekt für mich. Okay. So, okay. Wir müssen noch die Settings ändern. Und zwar Playlist von Sugar Daddy. Wunderbar. Zack, zack, zack. Und wir machen weiter. Ich hatte eigentlich noch einen 10-Sekunden-Clip am Ende drin. Ja, bestimmt so ein Ear-Rape. Ah, ich glaube, Nightbot nimmt nur Tracks ab 30 Sekunden, glaube ich. Ich glaube, so ganz kurze nimmt Nightbot, glaube ich, nicht. Das könnte das Problem sein. Wie geht's der Pute? Alter, frag halt Pute Laune-Typ selber. Der hat einen Song-Battle gewonnen. Ja, aber Harten Donny weiß doch nicht, wer es ist. Ja, stimmt. Der hat es nicht mitbekommen, wer der Pute Laune-Typ ist. Das muss ich unbedingt Kai erzählen. Kai freut sich darüber. wenn irgendwie Döner getestet wird, dann freut sich Kai. Nein! Oh, jetzt hat es mich in den Tennis-Ding reingeheatet. Ich bin so konzentriert. Ich bin auch hardcore konzentriert gerade. Nein, Alter, ich habe gedacht, du parierst den. Ich war gerade im Chat, ich habe gerade im Chat geguckt. In der ersten Phase verlasse ich mich auch immer drauf, wenn unten der Knochen dass kommt, das wird mehr. Ja. Okay. Da war ich Brain weg. Okay, egal. Jetzt kommt unten. LOL, mit wow! Was? Was? Ja moin, seit wann ist das denn? Das habe ich auch, das kann ich mir auch nicht dran erinnern. Wo hast du denn deinen Schuss eingesetzt, Bro? Ich kann ihn nicht, wirklich, ich spring, drück und so 2 Sekunden später wird dieser Schuss getriggert. Alter, das ist ja mal voll weird. Ey, wir waren so gut und dann kam der Scheiß, ne? Ich war gerade im Chat, ja. Ich war gerade mental im Chat. Könnt ihr fürs Let's Play... Wir machen kein Let's Play, Bro. Nein, Spaß, aber Secret Boss Phase habe ich jetzt... also, nee. Zu zweit super schwer. Und da habe ich jetzt auch nicht Lust, mich in der Phase dann exakt drum zu kümmern. So, ich will einfach gewinnen. Ja. Nimmst du nicht krumm. Okay, muss ich jetzt wieder konzentrieren. Ich schaue viel zu häufig in den Chat gerade. Immer dieser scheiß Chat, ne? Ja, ja. Das Leben wäre einfach, wenn man keinen Chat hätte. Mach einfach jetzt schon. Okay. Weil in der nächsten, weil da, ich meine, ihr kriegt ja jetzt auch allgemeinen Schaden, der Boss, oder? Oder nicht? Wie ist denn das? Wenn man einem Boss zu viel Damage macht und aber ein Kampf aus mehreren Bossen besteht, wird der Damage dann übertragen? Ja. Das war ja immer so. Man kann ja auch Bossphasen skippen. Okay, okay.
Wenn man zu viel Damage in einer Phase drückt? Ja. Oh, ja, wie gemein. Getroffen. So, wenn wir jetzt die erste Laserphase gut überstehen, haben wir eine gute Ausgangslage. Okay, alles klar, Hübi. Schon wieder? Schon wieder! Das ist so assi. Was ist denn das? Vor allem, weil ich halt, ich muss ja irgendwo hin dashen. Ja, und ich mache einen Doppelsprung nach oben, ich kann nur per Doppelsprung ausweichen. Und gar keine Chance. Sehr gut. Jetzt hat das auch genommen, oder? Jetzt war keine Verzögerung. Nee, ich habe deutlich früher gedrückt. Lol. Boah. Oh, das ist so schwer. Aber, na, ey, die letzte Phase bumst uns. Wir schaffen das ja wohl jetzt hier. Ja, natürlich schaffen wir das. Gelacht. Ich mach mal von vorne. Ich will mal mit 4 Leben durch diese erste Phase kommen. Ich empfehle euch die Charge-Waffe. Guys, es ist ganz lieb, aber jeder hat eigene Spielstile. Wir haben schon viel Cuphead gespielt, so wir wissen, welche Waffen für uns gut sind. Das ist ganz nett von euch. Ich nehme das auch gar nicht böse, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob wir das Game zum ersten Mal spielen. Jeder kommt mit anderen Waffen gut klar. Cuphead ist viel einfach, womit man sich selber wohlfühlt. Klar gibt es auch so Bosse, wo einfach eine gewisse Waffe sehr vorteilhaft ist. Aber gerade hier stelle ich mir die Charge-Waffe extrem schwer vor. Ich mir auch, würde ich niemals spielen hier. Hat viel abgegangen. Ja, ist viel abgegangen. Okay. So, da müssen wir jetzt gut durchkommen. Komm schon. Mhm. Gut. Irgendwie sterben die Hunde nicht, kann das sein? Ist egal. Ja, die haben wahrscheinlich alle gleich viel. Gleich ja, jetzt bekommen. Sind sie alle auf einmal tot. Ja, okay. Laser? Ja, jetzt kommt. Hoffentlich werden wir jetzt nicht wieder gebumst. Doch. What? Aber ich bin durchgekommen. Ich nicht. Okay, ich spiel so. Warte, Adelta. Wir sind wieder da. F-Faris, der Sound aus dem Keller schaut aus an Amerika. Lalalala. Wir haben es nicht so schwer. Ameisen, wer unser Leben ist so wunderbar. Lalalala. Ja, hör mal. Okay, ja, das kann ich nicht. Scheiße. Du bist wieder da? Ja. Ja! Stark! Richtig gut, Mann! Oh. Drecksboss! Alter Ballati, was geht? Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Glückwünsche. War's das damit jetzt eigentlich? Nee. Ja, jetzt kommt der Endboss. Achso, ja, klar. Und der Eis. Der Eismensch im Iglo. Oh ja. Ja, 2 Bosse noch. Also wenn wir den Secret Boss auslassen, uns geht's ja erstmal nur ums Durchspielen. 2 Bosse noch, der und der Endboss. Ich erinnere mich überhaupt nicht, wie geil. Aber das ist ganz häufig so, also auch wenn ich spiele im Stream, also ich meine, ich spiele ja quasi seit Jahren nur noch Spiele im Stream oder in Videos. Wenn ich Spiele als Let's Play oder als Stream bringe, habe ich die spätestens nach 3 Monaten vergessen. Ja, ne? Weil du mental, du bist im Chat, du bist am Kommentieren. Ich weiß auch nicht, was mit der Mucke ist. Mucke? Warte mal. Nein, da ist nicht auch der Track drin. Oder? Nee, stopp. Warte mal, der irgendwie Nightbot ist gerade kaputt. Nee, alles gut. Der zeigt nur was Falsches an. Nee, die hatten wir gerade. Moment. Keine Ahnung, was Nightbot gerade macht. So, okay. Ja. Moment, ich muss kurz trinken, ja? Trink mal was. Damit ist die Playlist von Hüschucker Daddy durch. Wir machen weiter. War ein guter Song. Meine 100.000 Kanalpunkte. Ja. Hey, danke, Sugar Daddy. Nächster bitte. Weißt du noch gestern die Nachricht? Hübi, ich fand das ja echt scheiße, dass meine 5.000 Kanalpunkte weg sind. Ne? Ja. Ich fand das richtig, ich war auf menschlicher Basis enttäuscht. Aber ich muss erst wieder gucken, was der macht. Ich auch. Kein Schimmer, okay. An den erinnere ich mich. Ja. Der ist fies. Okay. Die kann man, glaube ich, dashen, die Karten, oder? War das nicht so? Okay. Ah, nein, da hätte ich rein dashen. Boah, Mann. Ich muss immer mich wieder daran erinnern, dass. Jetzt kommt, glaube ich, der Wahl gleich. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Okay, zweite Phase. Okay. Oh, die mit den Wellen, ne? Ja, mit den Wellen. Der springt auch manchmal ganz komisch. Ja, ja. Und macht es auch, der macht es dann häufiger. Oder was geht jetzt ab? Alter, ich check grad gar nichts. Ich check grad wirklich nichts. Kühlschrank? Der Kühlschrank war doch einfach nur die Eiswürfel, die splitten. Ja, aber die, die splitten nochmal. Ja, ja. Okay, jetzt kommt die wieder. Genau. Alter, ich check grad. Ich sehe grad Dinge nicht. Ja. Okay. Okay. Ach, du warst tot? Ja, ja. Oh, scheiße, ich hab das gar nicht mitbekommen. Nee, ich bin sonst, massiv überfordert. Sonst wärst du deshalb am Ende noch gestorben oder sowas. Ja. Aber du warst super. Aber deine geht halt so komisch, ne? Vielleicht jetzt gleich. Meine Ulti ist voll von Arsch. Mhm. Aber hier kannst du ihm gut geben mit Ulti. Ich hoffe, ich treffe ihn. Ja, ich glaube schon, oder? Musik passt. Sehr spannend. Macht Hübi wieder den Gott. Vorne auch Boss. Ich gestorben. Er zieht ihn halt First Try durch. Er pariert sogar die geile Sau, Alter. Wenn er den jetzt schafft, ne, dann muss da aber gleich was passieren im Chat. Ja! Yeah! Du bist einfach der Gott! Oh, was ist los, Mann? First Try weggeknackt. Oh, tschüss. Oh, ich war so gut. Aber ich habe auch immer die epische Mucke in diesem Moment. Ja. Ne? Das ist immer... Oh, tschüss, ey. Geil, Mann. Geil, Mann, ey. Das macht Spaß. Euro. Ich habe den Dento. Oh, ja, stimmt. Camp Dento in Euro. Ratet da, wie sie... Das ist einfach... Danke dir für den Euro. Aber vorlesen ist, glaube ich, eher schwierig. Das ist meine Lyrics, Digga. Also. Endboss. Endboss. Ja, Secret Boss brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. So. Möchtest du dich noch mit irgendwas ausrüsten oder fühlst du dich ready? Wir machen jetzt einfach so weiter. Ach nein, ich habe mich jetzt zweimal im Kreis gedreht. Nein, ich will das nicht. Nein, schau, wir müssen jetzt einmal töten, weil wir haben jetzt doppelte Leben. Das ist, warte mal. Heavy. Ja, wenn du dich im Kreis drehst, kommt der Genie. Kennst du ja, das nicht, das nee. Secret? So, wenn ich im Kreis drehe, kommt der Genie, dann kriegst du für den nächsten Kampf doppelte Leben. Ja, easy, mach, komm. Nein, das ist voll für den Arsch. Was? Ist doch witzig. Nein, damit wäre es auch mindestens voll. Als wenn wir es schaffen, selbst mit doppelt Leben. Wir müssen uns kurz töten. Nein, jetzt haben wir 6 und 8 Leben. 8 Leben habe ich. Das geht nur einmal im gesamten Spiel, oder was? Nee, ich glaube immer, wenn man neu startet oder so, ich bin mir gar nicht sicher. Das ist voll geil. Man muss einen Boss schaffen, damit das weg ist? Bro. Okay, aber dann machen wir nicht den. Der ist... Welchen Boss schaffen wir schnell? Ja, anscheinend den Eis. Ja. So. Oh Mann, krieg. Okay. Soll ich's neu? Dreimal, sagt jemand. Hä, Digga, Michael schreibt 4 Nachrichten hintereinander. Ja. Du musst einen Boss schaffen, damit es weg ist. Nein, nee. Dreimal. Mit 6 und 8 Leben ist easy. 3 Wünsche. Digga, Michael, hast du Tourette oder so? Also falls du es wirklich hast, ey, alles gut, aber what the fuck willst du uns vermitteln? Das ist, weil er ist und zu aufgeregt. Musst, und du musst ein bis zum nächsten. Ja. Alter, Michael, du hast 7 Nachrichten in 20 Sekunden geschrieben, die alle keinen Sinn machen. Ich, das ist die Aufregung so von dem. Er liest mich auch. Schnell die nächste. Oh, macht keinen Sinn, egal. Du musst halt die Nachrichten lesen. Die müssen durchkommen. Da hat man keine Zeit, großartig zu schreiben oder auf Rechtschreibe. Raus, raus. Ich starte, glaube ich, einfach. Nee, Spiel neu starten. Kann wenn das geht. Mal zurück zum Titel gehen, vielleicht. Wir schauen mal. Du musst zwischen den Zeilen lesen. Ja, ich glaube auch, wir müssen die tiefere Bedeutung finden. Ne? Oh, jetzt kommt wieder. Naja, wenigstens werden seine Nachrichten gelesen. Schnell. So, ich glaube, wir müssen jetzt wieder kurz. Warte mal, Steuerung. Hier, Sprint. Ah, nee, er hat meine Steuerung noch. Er hat sie noch, okay. Okay. Dann müsste er deine auch haben. Okay. Ja, wir gehen jetzt einfach mal in den Endboss und dann lassen wir uns da halt einfach killen, bis die Leben wieder weg sind. Was ist jetzt eigentlich die Message gewesen? Müssen wir jetzt einen Boss schaffen, damit das Leben verschwindet? Leben ist weg. Stimmt, ja, okay, Neustart ist gut. Gut, also. Michael, statt deinen 8 Nachrichten, die keinen Sinn ergeben, hättest du auch sagen können, Spiel startet neu einfach kurz das Spiel neu. Uff, ey. Okay. Kann man Shuffle im Nightbot deaktivieren? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber Michael, wir sind sehr froh, dich hier im Chat zu haben. Aber mach einfach eine Playlist, die ich shuffeln kann. Oh, geil. Oh, geil.
Bam, bam, bam. Ey, was für eine epische Playlist, Mann. Mhm. Einfach richtig viele. Oh, Alter, ich muss mich erst wieder darauf konzentrieren, was überhaupt passiert. Hey, bitte mal, wieso haben wir so viel Leben? Nein, wir haben jetzt die Leben doch bekommen. Okay, dann müssen wir uns killen lassen. Ja, dann müssen wir uns killen lassen. Eben hatten wir die aber noch nicht. Nee, die kam jetzt irgendwie erst im Kampf dazu. Nicht ausweichen, Digga. Doch! Nein, ich lass mich töten. Ich will den auch nicht schaffen, aber ich will wenigstens noch ein bisschen was sehen. Okay, das ist der Eiffelturm, das ist das Brandenburger Tor. Oh, ich bin leider tot. Ich hab dich gerettet, Mann. Lass doch wenigstens noch mal die zweite Phase angucken. Manu, by the way, danke dir für 10 Monate Prime. Ich habe natürlich nicht das Prime-Sub von dir vergessen. Warum bin ich jetzt wieder da? Weil ich dich immer wiederhole. Hä, Digga, jetzt lass mich halt sterben. Ich sterbe jetzt extra weit oben. Da. Du Penner! So. Alter, wie lange der lebt in der ersten Phase, ne? Jetzt mach doch. Ich will doch nur töte sehen. Töte dich doch jetzt. Ich will ihn ja nicht schaffen. Ich will du hast das Spielchen durchgespielt, du alter Mann. Ich muss mich. Ja, eben. Ich muss mich erinnern, was kommt. Jetzt lass mich auch wieder mitspielen. Nee, jetzt, du hättest dich ja nicht umbringen lassen. So war jetzt. So, jetzt haben wir nochmal so viele Leben. Jetzt müssen wir uns nochmal killen lassen. Okay. Mist, ich will mich treffen lassen. Ich kann's nicht. Alter, 8 Leben, das ist einfach viel zu viel, Mann. Und ich habe mich nur aus Spaß im Kreis gedreht. Ich wollte den Gin nicht mal. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Weißt du, wenn man mal einen Try machen will, ist man gefühlt in 2 Sekunden tot. Wenn man sich treffen lassen will, ja, braucht man eine Minute. Wir haben immer noch 8 Leben. Ihr müsst 3 Bosse schaffen. Alter, Bruder, was ist das für ein Trash? Alter, das ist nicht richtig dumm, dass man das nicht wegmachen kann. Ja, wir gehen einfach kurz. Wir machen kurz die ersten 3 Bosse. Oder ach, meinst du, ach, parieren? Vielleicht gehen die Parierbosse. Na, dann machen wir kurz Insel 1. Ach so, das geht auch. Alles gut, Manu. Ey, ganz entspannt so. Nur weil ich mal ein bisschen ironisch angepisst auf. Wenn ich wirklich angepisst bin, dann klingt das anders, Meister. Komm mal, Frischis. Du musst einen schaffen, dann ist es weg. Okay. Na, mal gucken. Vielleicht sagt er in der nächsten Nachricht wieder 3. Ja. Wir warten jetzt erst in den nächsten 5 Nachrichten ab, ja, genau. Bevor ich mal lese, was er uns genau, vermitteln will. Wir puzzeln seine Nachrichten dann gleich zusammen. Die wir aber auch alle lesen. Richtig. Im Gegensatz zu anderen Nachrichten. Weil andere Nachrichten ignorieren wir absichtlich. Weil wir etwas gegen die Chatschreiber haben. Persönlich. Richtig. Alter, wir haben so viele Leben im Kopf, ne? Das ist insane. Das erinnert mich an unser Intro. Okay, Alter, meine Spezialfähigkeit ist so beschissen. Das ist unglaublich. Lass einfach gleich den Schleim machen. Die dauern hier so lange. Ach, das schaffen wir schon. Ja, schaffen ja, aber die andere geht schneller. Ja, wenn wir wirklich 3 Bosse machen müssen. Ich glaube einer. Also ich kann mir vorstellen, dass es nur einer ist. Damit wir unsere Leben wieder weg haben. Aber Michael hat 3 gesagt vorhin, bevor er einen gesagt hat. Und dann hat er gesagt, wenn du bist, drast, weiß ich. Und dann hat er irgendwie, weiß ich nicht, ist er kurz irgendwelche andere psychischen Fähren abgedüst. Werden die schneller? Das kann mir irgendwie so die werden am Ende schneller. Aua, ich sehe die Münzen immer nicht. Ist ja egal, du hast 6 Leben noch. Ja, stimmt. Nochmal frischer, eher stabil. Es ist so krass, wie Wayne das ist, wenn man getroffen wird. Ja, weil man so viele Leben hat, ja. Easy. Ja. Ihr 2 sieht gerade so aus, als würdet ihr Bock springen. Doing, doing. So, ich hoffe, wir haben jetzt unsere normalen Leben wieder. Müssen wir einmal zum Boss rein, ne? Ah, man kann sich 3-mal doppelte Leben wünschen beim Genie. Ah, okay. Ja, eine Nachricht, die sinnvoll ausformuliert ist, ist häufig besser als 8 Tourette-Nachrichten. Genau. Ganz im Ernst, wie hätte man das aus deiner Nachricht lesen sollen vorhin? Ja.
Ich denke, die spielen den DLC. Was ist denn hier los? Die Nachricht schreibe ich gleich dreimal rein. Warum spielen sie nicht den DLC? Chatkultur ist manchmal zu geil, ey. Was ich auch immer, was ich persönlich ja immer feier, du hast gerade 3 Stunden Monster Hunter gespielt, dann wechselst du in Breath of the Wild, eine Minute später kommt einer rein, deine Kategorie stimmt aber nicht. Das ist unglaublich. Oder noch viel ironischer. Breath of the Wild sieht aber komisch aus. Ja, Das erinnert mich an die Tex Avery Show. Die kenne ich nicht. Echt nicht? Nee, ist okay. Bin ich so alt? Ich kenne allgemein wenig im Fernsehen. Also es kann auch einfach sein, dass ich es nicht geguckt habe. Die sind okay. Ja. Das ist einfach ein Fiebertraum. Ja, wow, ich kann dich nicht retten. Du kannst mich nicht retten. Du machst das einfach wieder solo first try. Ja, easy. Geil. Bruder. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal psychisch verrückt werde, sollte das passieren. Dann läuft genau diese Musik 24-7 in meinem Kopf. Vor allem, wir hören das ja noch nicht mal so laut wie der Chat. Die hören das ja richtig, wir hören das ja nur so ein bisschen. Du bist auch jemand, der ohne Kopfhörer streamt, ne? Ja. Ja. Ich kann das nicht ab, ich Kopfhörer. Auch nicht. Ich schwitze da noch immer. Ja. Die Großen sind mir zu warm im Kopf und die Kleinen würde ich irgendwann bestimmt entzündete Ohren bekommen. Lol, schau mal, da hinten ist sogar dein Geist. Ja, stimmt, wie cool. Ich jammer die ganze Zeit. Wobei, ich hab keine Ahnung, was abgeht, ne? Du hast die letzte Phase, damit ist durch. Aber ich kann doch hier auch noch sterben. Ja, aber die ist ja super easy. Aber ich hab nur noch ein Leben. Ich hab nur noch ein fucking... Ja, aber du bist aber Gott. Geil. Ah, aber stark, du bist halt einfach, alles gut, kriegen wir schon hin, gar kein Problem, da bin ich äußerst entspannt. Ja. Ich fand den auch nicht so schwer, also ich weiß noch, in meinem Stream, als wir das durchgespielt haben, habe ich hier nicht so krass gestruggelt. Ja, ich hatte auch mit anderen Bossen viel mehr Probleme als mit ihm, ja. Aber er hier auf Expert? Ja, das ist ganz anders. Können wir uns ja gleich auch Spaß mal angucken. Ja, aber Koop ist ja allgemein schon schwierig. Ja. So, ne? A Day of Expert, das Aua, ist insane. Ja, ich habe nur noch ein Leben. Können wir neu starten? Können wir. Auch nur noch 2. Okay. Alter, die Mucke läuft immer noch? Ich dachte, das wäre nur so ein ganz kurzer Konkon. Na, wenn schon eher richtig, wa? Aua. Bestimmt eine 10-Stunden-Version. Also ich habe halt mal eine halbe Stunde den Expert-Modus getried. Ich habe die erste Phase nicht geschafft, ey. Es ist halt so viel los und er stirbt einfach nicht. Die erste Phase ist aber auch die schwerste. Ja, aber er stirbt auch einfach nicht in der ersten Phase im Expert-Modus. Das ist krass. Ich habe es, glaube ich, zweimal die zweite, bin aber auch sofort gestorben. Wusstest du, dass es einen Cuphead-Song gibt, der dir einen Ohrwurm verpasst? Der Song heißt Roll or Die. Nein, aber ich finde Songs über Videospiele häufig schwierig. Kennst du diese, wenn Leute sich immer Videospielmusik nehmen und dann Text draufschreiben? Ja. Ich finde das immer cringe. Ich finde das so Panne. Tendenziell ja, muss ich tatsächlich zugeben. Okay, ich bin dead. Alles gut. Du schaffst das. Aber vielen Dank, Saltis, für die 100 Bits. Ich kenne ihn nicht. Maybe gefällt er mir. I don't know. Oh, One Piece. Bam. Dun, 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 dun. Bam, da, da. Bam, bam, bam. Geil. Walk to Arlong Park. Das ist, Overtaken heißt der, aber es ist eine Epic-Version. Wahrscheinlich hat der ihm einen eigenen Liedtitel gegeben. Das ist... Der Boss ist direkt auf mich raufgefallen. Shit! Ein Stück, Freund, ist mein Lieblingsanime. Warum heißt der Anime One Piece? Was ist das eine Stück? Das wissen wir noch nicht. Ach, das war, wie viele Folgen gibt es da? Wir sind jetzt Band 1005 oder sowas, Manga. Und man weiß noch nicht, warum das so heißt. Nein, das One Piece ist halt das Ende, das Anime.
Achso, glaubst du, der Schatz kommt? Ja, na klar. Glaubst du es? Die Folge? Oder arbeitet jetzt aufs Ende hin. Echt jetzt? Ja. Okay. Es geht jetzt dem Ende zu. Ich denke mal, in 2-3 Jahren ist One Piece zu Ende. 2-3 Jahre? Bei Folge 1500. Ja. Und Leute fragen mich, warum ich kein Anime gucke. Ich hätte nicht mal die Zeit dafür. Ja, One Piece ist halt auch einfach ein krasses Beispiel, ne? Mann, Alter, ich muss... Okay, jetzt volle Konzentration. Ist halt der beste Anime. Nach Tsumusaki Yakaida. Und vor Shinjitsu Katsudo. Ja, der... Aber wie gesagt, da fand ich die Charakterentwicklung in manchen Fällen... Verstehe ich völlig. Mann, Alter. Wir haben uns beide von demselben Plätzchen treffen lassen. Alter, es passiert so viel auf diesem Bildschirm gerade. Am krassesten ist für mich dieser gelbe Block. Eigentlich theoretisch siehst du ja, von wo er kommt. Ja, aber der macht auch alles kaputt, die Flammen. Im Expert-Modus sind davon zwei. Alter, Feierabend. Oh, geil. Toto Afrika. Nein. Das ist auch noch One Piece. Ich breche gerade mental zusammen. Ich tue mir gerade so schwer, mich zu konzentrieren. Ich kann es völlig nachvollziehen, weil wir uns eh schon die ganze Zeit so krass konzentrieren und hier ist einfach so viel los. Im Hintergrund passiert auch so viel Scheiße. Ich gucke immer im Hintergrund, das ist mein Fehler. Ich muss mich wirklich darauf konzentrieren, nur auf die Projektile. Nein! Oh, ich hasse meine Spezialfähigkeit so sehr. Bruder, ich bin raus. Ich bin wieder da. Kann man die zwei? Die erste Phase dauert auch so lange. Ja. Ich bin schon wieder raus. Ja, wow. Das ist. Oh. Du schaffst das. Du hast noch alle drei Leben. Du bist ja ein geisteskranker Freak. Alkoholkeisen ist auch ein guter Anime. Alkoholkeisen. Scheiße, Mann. Aber was ist der Originalname davon? Jujutsu Kaisen. Ah, okay. Das war aber auch gemein. Ja, die ist in meinen Parry reingeflogen, das Ding. Here we go! Moin Hübi, habe gestern eine Art eigene Charity-Aktion gestartet. Darauf kam nämlich, als ich... Alter, okay, Nintendo Charity... What? Die 2020 sah. Charity-Aktion starten ist immer eine gute Sache, Meister. Danke dir für den Euro. Ich mach's jetzt. Wir machen's jetzt. Habe ich irgendwie Jujutsu Kaisen lustig ausgesprochen oder was? Nee, warum? Weiß ich nicht, weil gerade einer im Chat meinte, ich soll es nochmal sagen. Ach, keine Ahnung. Bestimmt heißt es Jujutsu. Ja, es ist ja auch, es gibt ja auch diese Hardcore, es heißt ja auch Sasuke. Der aus Naruto, weißt du? Ja, der genau, heißt Sasuke. Ja, richtig, das ist der Hauptcharakter, ne? Nee, nicht, ja, einer okay. Der, ja, einer der. Naruto ist der Hauptcharakter, aber Sasuke ist halt auch dabei. Ach, der Hauptcharakter heißt Naruto? Ja. Okay. Und dann gibt's noch Sasuke. Okay. Aber sag das bloß keinem von diesen Hardcore-Weeps. Was denn der? Es heißt Sasuke natürlich. Sasuke? Ja. Sasuke. Sassy. Ich esse am liebsten Tzatziki. Ja. Ich mag Tzatziki nicht so. Aber ich mag Sasuke. Ist ein cooler Charakter. Da-da-da. Mann! Gelbes Flammenwobbelvieh. Ja, das ist das Schlimmste am Boss. Oh, da, ja, schon wieder das gelbe Scheißvieh. Ich bin immer so verleitet, in den Hintergrund zu gucken, weil diese Fresse von ihm einfach ja, so ja. Riesig ist. Pass auf, da kommt noch einer. Ja, hab's gesehen. Der springt immer auf uns drauf in der dritten Phase, sagt jemand gerade. Okay. Wo soll ich denn da hin? Der ist tot? Ich habe eine Spezialfähigkeit gezogen. Geil, du der hast... Der hat wenig okay. Leben. Mache ich ihm eigentlich Schaden, wenn ich ihm parry? Oder auch, indem ich ihm... Weiß hitte? Ich auch nicht genau. Ich glaube, beides geht, ne? Oder muss man ihn nur parryen?
Denk an deinen Doppelsprung. Ja. Ja! Wir haben einfach geschafft! Jawollo! In nicht mal 3 Stunden. Ja, easy! Also. Holy shit! Geil! Ey, wir haben den DLC geschafft. Richtig strong. Ich muss aber auch mal zugeben, als wir damals gespielt haben, ne, lag der Carry eher bei mir. Mhm. Aber hier habe ich nur am Anfang. Aber dann hast du aber richtig hart durchgezogen. Ich dachte, du disst mich jetzt schon wieder. Nein, du hast in der zweiten Hälfte heute aber richtig getragen. Ja, nee, ich bin auch echt zufrieden. Wir haben ein gutes Team heute. So, ich soll mir den Titel angucken. Hübin Timbal. Achso, das ist das Zitat. Ja, alles gut. Das ist okay. Das wurde abgesegnet von mir. Willst du den Spaß nochmal machen? Einmal ihn in Expert angucken? Ja, wenn, dann machen wir noch den Secret Boss. Kenn ich den? Da musst du dieses kleine Oberwelträtsel lösen. Ach, das, ja. Und dann beim Friedhof. Alternative Cutscene. Oh, wusste ich nicht. Hab sie geskippt. Ich bin nicht so der Story-Typ. So, warte mal, da müssen wir jetzt irgendwie kurz mit denen reden. Warte mal, so. Die 1 ist... Ich habe gewonnen. Rechts, okay. Rechts. Links. Unten. Okay, rechts, links, unten. Oh, die Playlist-Loop. Damn, hab ich schon die nächste Playlist durchgeballert? Holy shit, ey. Okay, aber wir müssen das mit dem reden, ne? So. Rechts. Nee, hä? Was muss ich denn hier tun? Was? Hä? War das nicht das? Amulett ausrüsten. Ach, dieses Amulett. Stimmt. Aber das müssen wir erst kaufen, ne? Ja, stimmt, müssen wir erst kaufen. So, okay. Warte mal kurz. Sugar Daddy, dankeschön. Ich würde jetzt sagen, wir machen nicht noch eine Playlist, weil ich nicht weiß, ob wir noch eine halbe Stunde live sind. Und nicht, dass sich dann jemand gescammt fühlt, dass seine Playlist nicht lang genug läuft. Deswegen mache ich jetzt einfach hier irgendwie auch Gerudo Valley. So. Das hier. So. Nee, das ist nicht der Shop. Im Shop müssen wir es, ne? Ja. Weil du ihn in der als Chalice besiegt hast, ist auch in der Cutscene zu Beginn der Spieler drin, den du normalerweise ohne Kick spielen würdest. Okay, alles klar. Müssen wir jetzt beide nehmen? Keine Ahnung. Ja, wir kaufen selber beide. Passt schon. Ey, der kann aber... Der Boss ist richtig schwer, glaube ich, im Koop. Ich weiß es gar nicht mehr. Der hat damit zu tun, wo du hinguckst. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir zu zweit spielen. Ich erinnere mich, ja. Stimmt, ich erinnere mich an den. So, rechts. Ach nee, wenn du es ausrüsten hast. So, rechts. Links. Unten. Jawollo! Hm. Okay, das kann, glaube ich, richtig schwer werden. Ich weiß gar nicht mehr. Michael, es tut mir leid, aber wie gesagt, das ist, ich glaube, es ist auch nicht in deinem Sinne, wenn deine Playlist nur 15 Minuten läuft und dann so, ja, Bruder, muss los. Hm. Ja, ich erinnere mich. Oh, shit, ey. Oder ist eine Plattform, auf die man drauf kann? Ja, wir müssen beide in die gleiche... Oh Gott. Ernsthaft? Ja, das ist unmöglich. Das ist, okay, da habe ich gar keinen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Das sage ich dir jetzt schon. Ich möchte das nicht tun. Wir müssen beide in die Richtung gucken. Wie sollen wir das denn machen? Ja, das ist ja mal absoluter Trash. Nee, komm. Dann lass uns lieber als Spaß noch einmal Expert Endboss angucken. Ja, okay. Einfach damit du siehst, wie komplett wie weit wieder wir kommen. Abgeht. Ja, aber das ist ja mal, das ist ja mal richtig schlecht. Magst du das Amulett, was anderes als Amulett nehmen? Ja, gar nichts. Achso, ich habe ja die. Zack. Wie mache ich Unequip? Ja, aber du nutzt ja eh nichts. Also, ob du Amulett hast oder gar nichts, macht keinen Unterschied. Aber das ist ja voll dumm. Also. So. Wir schauen uns jetzt nochmal den Endboss in Expert an. Einfach nur damit ihr ein bisschen Pain spürt. Ja. Der ist absolut hardcore. Vor allem, er lebt so lange. Viel Spaß. Vor allem im Koop hat er noch mehr Leben, ne? Ja. Du wurdest noch gar nicht getroffen, ne? Noch nicht. Ich bin gleich raus. Ich bin raus. Hä, wie wurdest du noch nicht getroffen? Jetzt, weil ich dir jetzt einmal durch dich...
Aber das war's mir wert. Hauptsache mein Bruder ist wieder mit dem Kampf hier. Nein, Alter, ich hab die Sachen nicht im Schild. Ich hab das. Wie viel Zeug auf dem Screen ist. Ja, es passiert ja. So viel. Und vor allem hier kannst du jetzt aber mal wirklich klicken ohne Smoke Bomb. Ja. Wie, das ohne Smoke Bomb? Aber wir zeigen euch das ein bisschen, einfach was hier abgeht. Das ist zu krass. Aber hier ohne Smoke Bomb. Alter, viele Projektile waren das gerade? Wo soll man hin? What the fuck, Alter? Hab dich! Du der beste Leben! Nice. Back in business. Mehlschelle. Ah, no! No! Aber hey, guck mal, wie viel Leben wir ihm abziehen. Hä? Der Try war voll gut. Ja, okay. Da geht's ja auch zum Glück nicht weiter. Du meinst jetzt, wir schaffen den, oder was? Dönig machen nur Damage Run, wenn du wieder aktiv wirst. Haha, passiert eh nie. Mann! Dieser Döner merke ich die immer. Er war mal aktiv und war in der Community so am Start, aber jetzt ist halt abgehoben so. Ja. Ja. Ist der Twitch-Partner? Nee. Weil dann darf man abgehoben sein. Oh no, ich bin dead. Oh, du auch. Aber schau mal, wie viel Damage wir machen. Ja. Ich sehe schon, du bist ehrgeizig, wa? Ja, also ich will wenigstens die erste Phase schaffen. Dann sage ich irgendwann, ich will die zweite Phase schaffen. Aber nein, wir einigen uns darauf, dass wir die erste Phase schaffen wollen. Und dann gucken wir einfach, wie weit wir kommen und dann ist gut. Okay. Hiermit gebe ich dir den Promise, dass ich nach der ersten Phase zufrieden bin. Man kann nur den Zucker parieren, ne? Sonst gibt's nichts. Ja, ja. Alter. Scheiße, ich war wieder kurz vor Ding. Ich glaube, mit Smoke Bomb hätten wir den schon geschafft. Ja, ich glaube auch. Aber wir machen hier ja auf Männer-Skill. Boah, ja, du weißt dem einen aus, dann kommt aus dem anderen Bildschirm wieder. Ist halt auch einfach. Hier ist halt so viel los, da ist halt auch echt einfach RNG dabei. Ja, ich glaube, ein bisschen schon. Ja, ja. Also teilweise sind so viele Dinge auf. Da kannst du gar nichts. Dieses gelbe Vieh, ne? Liebe deine Streams und Videos. Danke. Gern. Ich guck sofort von wem, aber das ist eine sehr liebe Nachricht. Scheiße, ich bin raus. Lass mich. Oh! Und das Gelbe kam genau in dem Moment! Du hattest Spezialfähigkeit. Wenn du Spezialfähigkeit gesündet hättest, hätten wir es geschafft. Hätte. Ey, Angry Lau, danke schön für die 4 Monate. Und Hübeate, die hab ich glaube ich auch noch nicht vorgelesen, ne? Okay, mach's nochmal. Ich hab Ding. Ja, das liest erstmal. Alles gut. Vielen Dank, Hübe, Geist, Hübe, für den Hübe, Hübite, Hübi, Hübite, Hübi, Hübite, Hübi, Hübite, Hübi, Hübite, Hübi, Hübite, Hübi, Hübite, Hübi. Ey. Ich hab grad gedacht, ich wär du, weil einfach zu viel los war. Also manchmal hat man Tries, dann weißt du echt überhaupt nicht wohin, ne? Ich hab gleich Spezialfähigkeit. Komm schon, ein Zucker noch. Nein! Das ist hardcore. Oh, Rico, draußen. Bei dir ist Gewitter? Geil. Nee, bei uns ist tatsächlich. Oh, scheiße, Sonne. Ich hasse Sonne. Aber für den Bereich Bayern ist da irgendwie Unwetterwarnung rausgegeben, ne? Echt? Ja. Oh, tschüss. Meine Mutter hat schon gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ja. Da muss ich, auf jeden Fall noch meine Dachfenster zumachen. In meiner Wohnung. Ich fahre gerade gedanklich woanders. Alles gut, wo warst du? Bei meiner Mutter. Ah, okay. Shoutout zu deiner Mutter. Grüß sie süß von mir. Mach ich. Scheiße, ich hab den. Ich hab mich fast darauf verlassen, dass du parierst, ey. Ich hab's auch mein Bestes gegeben. Ich finde, die Mucke passt irgendwie zu dem Boss. Ja. So Kochmucke irgendwie. So, ja, Ratatouille.
Irgendwie haben wir gerade... Man will ja nichts beschreien, aber gutes RNG, ne? Trifft man damit? Da unten? Ich weiß ja, nicht. Ja, wir haben's! Geil. Wir gucken jetzt einfach noch, wie lang geht, ja. Aber ey, ich hab... Geil, ey, richtig gut. Vor allem im Koop. Jetzt sind halt beide Flammen unten auf dem Boden. Oh ja, true. Oh ja, ich bin raus. Ey, alles gut. Ey, ich bin voll zufrieden. Richtig cool. Wo soll ich hin? Ich konnte nirgendwo hin. Ja, nee, aber voll nice. Doch, bin zufrieden. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Okay, Guys. Dann machen wir tatsächlich für heute Feierabend. Wie jetzt schon Feierabend? 3 Stunden ist okay. 3 Stunden am zum Samstag. Warmwerden eigentlich. 3 Stunden, ne? Samstagmittag. Wir sind heute Abend noch auf eine Geburtstagsparty eingeladen. Dementsprechend machen wir jetzt noch ein bisschen Vorbereitungen etc. etc. Und hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen Abend auf YouTube wieder. Ja. Es kommt heute noch ein dicker Reaction Saturday mit uns beiden. 1 Stunde, Guys. 1 Stunde. Und ich leite euch jetzt zu einem sehr coolen Raid-Ziel weiter. Denn es laufen aktuell die Splatoon-Qualifikationen für unser E-Sport-Turnier. Und zwar dem Community-Turnier. Ne? Also quasi, da sind sehr, sehr viele Community-Mannschaften, ne? Die sich angemeldet haben, weil sie alle bei Hübis Inkling-Tournament mitspielen wollen. Und ich glaube, das kann richtig, richtig geil sein. Also, da werdet ihr jetzt sehr viele Community-Member Splatoon gegeneinander spielen sehen. Mhm. Und die Teams davon werden dann auch in unserem E-Sport-Turnier antreten. Also lasst denen ein bisschen Liebe da. Vielen Dank für den dicken Support. Und wie gesagt, morgen, es kommt heute noch ein 1-stündiger Reaction Saturday mit uns beiden. Und morgen auf YouTube sehen wir uns auch. Dann bis morgen. Tschüss. Endlich sind die weg, Mann. Die blöden Zuschauer. Ey, es war so zum Kotzen. Oh, wir haben noch Mikrofon an. Von dieser Michael.